Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Teilnehmer im Internet, begrüße Sie recht herzlich am Freitag zu unserem Expertengespräch. Möchte zunächst natürlich die Mitdiskutanten und unseren Gast gleich vorstellen, aber auch kurz die Regeln und den Ablauf des heutigen Abends oder der Veranstaltung. Also zunächst ganz kurz zu den Spielregeln, bevor ich vorstelle. Wir werden zunächst die Diskutanten vorstellen, dann wird es einen Vortrag vom Professor Hörmann entsprechend zu seinem und zum Titel dieser Veranstaltung geben, nämlich schwacher Euro, Bargeld, Inflation, ein Thema, was uns alle umtreibt. Und danach möchten wir Sie auch im Internet, wie auch hier, wie auch wir MdB selbstverständlich dazu einladen, mit uns zu diskutieren, Fragen zu stellen, damit wir hoffentlich zu einer angeregten Konversation kommen. Ja, der Worte sind genug gewechselt. Sie haben auch gewartet. Wir haben einen Professor zu Gast. Da kennen Sie das wie bei Vorlesungen. Das akademische Viertelstündchen ist dann unvermeidlich. Insoweit die kleine Verspätung bitte ich dann zu entschuldigen. Aber Sie haben keine kalten Füße gekriegt, denn Sie sitzen ja zu Hause hoffentlich vor dem entsprechenden Computer. Ja, ich begrüße also recht herzlich unsere Gäste. Das ist zu meiner Linken, von Ihnen aus zu Ihrer Rechten, Professor Dr. Franz Hörmann. Ein Mensch, ein Referent und ein Professor, der sich sein ganzes Leben lang mit dem Thema Geld beschäftigt hat. Ich lese hier einfach mal ab, was er so alles Fantastisches schon erarbeitet und erforscht hat. Er schloss sein Doktorstudium an der Wirtschaftsuniversität Wien mit Auszeichnung ab. Für seine Dissertation bekam er am 24. April 1989 den Senator Wilhelm Wilfing Forschungspreis der Wirtschaftsuniversität Wien. Am 12. Dezember, meinem Geburtstag, da kann nur Gutes passieren, 1994 erfolgte eine Habilitation im Fach Betriebswirtschaftslehre. Und insoweit begrüße ich hier in unserer Runde und bin sehr stolz, Sie hier zu präsentieren, unseren Gast, Professor Hörmann. Danke für die Einladung. Zu meiner Linken, beziehungsweise zu Ihrer Linken, meiner Rechten, begrüße ich ganz recht herzlich Petre Bistron. Er ist, glaube ich, Ihnen allen bekannt. Er ist unser außenpolitischer Sprecher. Er ist jemand, der sich in den Bereichen Geld, Inflation auch sehr gut auskennt. Er hat den Kontakt, da bin ich sehr dankbar, entsprechend zu Professor Hörmann hergestellt und ihn, glaube ich, auch einvertraut mit sehr guten Thesen zur Außenpolitik und ich glaube auch Außenpolitik, Wirtschaft, Rohstoffe, alles das gehört dieser Tage mit dem Thema Inflation zusammen. Und deshalb begrüße ich auch recht herzlich hier zum Diskutieren und als Mitveranstalter Petre Biston. Ja, und zu meiner Person ganz kurz. Mein Name ist Kai Gottschalk, finanzpolitischer Sprecher unserer Bundestagsfraktion und insoweit mit dem Thema Geld auch vertraut und groß geworden. Und mein erster Schritt im Geld war eine Banklehre und insoweit. Alles andere können Sie dazu, damit wir jetzt zum Diskutieren kommen, dann auch im Internet nachlesen. Ansonsten kurz nochmal die Gebrauchsanweisung. Wenn Sie entsprechend Fragen weitergeben, tun Sie das über TikTok und unsere Diskutanten, ganz wichtig, wir kennen das schon von den PKs, genau, wenn das rote Licht vor Ihnen erscheint, dann ist Ihr Mikro scharf gestellt und dann ist das zu hören, was wir hier alle von uns geben. Und insoweit gebe ich jetzt weiter an unseren Gast, Professor Hörmann. Ihre Bühne, bitteschön. Vielen Dank für die Einladung und für die Zeit, die Sie mir jetzt widmen werden. Ja, zunächst möchte ich mich noch ein bisschen ergänzend vorstellen. Ich habe eine Website, www.franzheuermann.com. Da gibt es insbesondere eine Unterseite Lehrveranstaltungen. Und da finden Sie jede Menge Informationsmaterial, sehr, sehr spannende Bücher, alles Literatur, die man nicht auf normalen Leselisten des normalen Studiums findet. Dinge, die also durchaus auch aus politischen Gründen eher ausgeblendet werden. Ich habe noch in den 90er Jahren nachgewiesen, zum großen Ärgernis meines damaligen Chefs, eines Wirtschaftsprüfers aus Graz, dass Bilanzen keinen Informationsnutzen haben können. Das ist natürlich vor allem für Wirtschaftsprüfer, die Bilanzen erstellen und prüfen, ein Ärgernis. Aber es ist im Prinzip ganz leicht erklärt, denn schon nach der Kapitalmarkttheorie ist der Wert einer Information nur dann gegeben, wenn ich sie habe und die anderen Marktteilnehmer nicht. Wenn aber der Geschäftsbericht am selben Stichtag an den ganzen Markt kommuniziert wird, ist sein Wert damit gleich null. Und dennoch werden Unmengen an Geld damit verdient, dass diese Rechenwerke geprüft werden, wobei es den Prim Sikka, einen Accounting-Professor aus Finnland, gegeben hat,
der den spannenden Artikel geschrieben hat, The Financial Crisis and the Silence of the Auditors, und der gezeigt hat, dass es immer wieder vorkam in der Finanzkrise 2008, 2009, dass Banken eine uneingeschränkt geprüfte Bilanz gelegt haben und wenige Wochen danach insolvent waren und mit Steuergeld gerettet wurden. Also wir sehen das Problem, vor dem wir stehen, wenn wir jetzt an Währungen denken, beispielsweise ihre Stabilität und die Wirtschaftskraft auch eines Landes. Das geht nicht von den Banken alleine aus. Dahinter stehen in Wirklichkeit immer die Abschlussprüfer und die sogenannten Bilanzierungsregeln entwickeln. Das ist im Bereich der internationalen Rechnungslegung das International Accounting Standards Board in London, ein privater Verein, der von den großen 4 Wirtschaftsprüfungsfirmen finanziert wird. Und dem gesagt wurde im Oktober 2008, unmittelbar nach der Lehman-Pleite, sie müssten die Bilanzierungsregeln speziell nur für Banken umschreiben, dass Banken ihre Wertpapiere nicht abwerten müssen. Die haben das getan und prompt danach konnte dann die Deutsche Bank wieder Milliardengewinne ausweisen. Nur aufgrund dieser Buchungsregeln, und damit sind wir auch haargenau direkt im Fokus, ja, Geld müssen wir uns jetzt von jetzt an für den Rest des Abends bitte nicht als Münzen und Scheine vorstellen, die wir uns im Kreis weitergeben. Das ist sowieso eine schlechte Idee, da kommen wir dann noch dazu, was uns das für Probleme eingebracht hat, sondern bitte als Buchungssätze im Bankcomputer. Da kommt nämlich der Großteil unseres Geldes, das Giralgeld, her. Ich habe dann alternative Geschäftsmodelle für Banken und auch für Geld, das sogenannte Informationsgeld, entwickelt und beschäftige mich jetzt auch sehr intensiv mit gesellschaftlicher Entwicklung, denn wir stehen aus der technischen Sicht vor dem Zeitalter der Fülle. Wir können eigentlich fast alles, was die Menschen benötigen, bedarfsdeckend oder im Überfluss herstellen. Damit hätte es aber im alten Wirtschaftssystem keinen Preis mehr. Damit müssten sie es verschenken. Ja, das heißt, das System, das wir heute haben, die Menschen arbeiten für Geld und erzeugen das, was sie selber und andere benötigen, dieses Spiel wird jetzt in absehbarer Zeit so nicht mehr funktionieren, weil wir jetzt in die Fülle kommen. Da brauchen wir andere Spielregeln. Ich habe mich dann 2001 bis 2010 in Linz dem Bereich Wissensmanagement zugewendet, habe 10 Jahre Wissensmanagement geforscht und gelehrt, weil ich wissen wollte, ob es nur in der Ökonomie so ist, dass die meisten Dogmen wissenschaftlich schon widerlegt sind. Nein, ich kam darauf, das ist also zum Beispiel in der Medizin, das haben wir alle ein bisschen mitbekommen, ist das auch so in der Biologie, sogar in der theoretischen Physik. Wir haben so viele Dogmen, die in Wirklichkeit widerlegt sind. Wir müssen mit der Wissenschaft von Grund auf neu beginnen. Gehen wir aber jetzt schwerpunktmäßig aufs Geld. Normalerweise werden uns immer die Geldformen nahegebracht, wie zum Beispiel die Frage Bargeld oder Giralgeld, Münzen, Scheine, Bits, Bytes oder auch Verträge, Kontrakte, die es ja auch digital schon gibt, digitale Kontrakte. Aber das sind die Geldformen, das ist nicht der wesentliche Punkt. Wesentlicher als die Geldformen sind die Geldfunktionen, die müssen wir uns ansehen. Und da gibt es die schon bekannten, das universelle Tauschmittel und das Wertaufbewahrungsmittel. Diese Mittelfunktionen verdinglichen das Geld. Die führen dazu, dass wir es uns als Materie, als Substanz vorstellen. Etwas zum Tauschen, etwas zum Aufbewahren. Die dritte Funktion, die aber die wichtigste ist und vielleicht die einzige, die wir brauchen, das ist der Wertmaßstab. Und ein Maßstab ist immateriell. Ein wesentlicher Punkt. Meter zum Beispiel hat keine Länge. Meter ist die Länge. Kilogramm hat kein Gewicht, sondern ist das Gewicht, aufgrund einer Definition, aufgrund einer Normierung. Ja, das ist der wesentliche Punkt. Deswegen kann uns Meter und Kilogramm auch nicht ausgehen. Ich frage oft meine Studenten, zieht euch die halbfertigen Häuser im Umland an und überlegt euch, was den Bauherren ausgegangen ist. Die Meter oder die Euros? Ja, warum das nicht fertig wurde? Also würden wir dieses Spiel anders spielen und sagen, solange menschliche Leistung erbracht wird, entsteht automatisch der Wertmaßstab zur Leistungsbewertung, das wäre meine Informationsgeldidee, dann könnten wir auch nie zu wenig Geld haben. Ja, und wir hätten auch immer eine Motivation, dass Menschen eine Leistung erbringen. Nun ist es aber so, dass die wunderschöne deutsche Sprache uns schon lehrt, noch genauer hinzusehen. Denn vom Tauschen, vom gleichen Wortstamm, kommt auch das Wort täuschen. Wer tauscht, der täuscht. Warum ist das so? Das beruht auf der Spieltheorie. Denn mit jedem symmetrischen Tausch installieren wir ein Nullsummenspiel. Das heißt, wenn ich etwas, das den Wert 100 hat, um 100 Geldeinheiten kaufe, dann ist die Summe für jeden Mitspieler 0.
Er gibt 100 und erhält 100. Und in einem solchen Nullsummenspiel leidet aber immer die Ehrlichkeit. Das bestbekannte Nullsummenspiel ist Poker. Das kennen wir alle. Nicht? The winner takes it all. Und da gibt es zwei Siegstrategien. Die eine lautet Pokerface, keine Information weitergeben. Und die sogar noch bessere ist der Bluff. Ich täusche mit Vorsatz. Und wir kennen aus den Wildwest-Filmen auch, was dann passiert. Wenn dann der Gewinner beim Pokerspiel durch die Tür geht, wird er unter Umständen in den Rücken geschossen. Denn der Zusammenbruch der Kommunikation, und genau das passiert bei Unehrlichkeit im Nullsummenspiel, lässt Gewalt entstehen. Somit können wir sagen, Nullsummenspiele sind für sich betrachtet bereits strukturelle Gewalt. Und das ist leider das, was in unserer Gesellschaft überhaupt nicht beachtet wird. Wenn ich etwas nur bekommen kann, wenn ich es einem anderen wegnehme, anstatt es mir zum Beispiel selbst neu zu erschaffen, herzustellen. Ja? Die Technik haben wir heute, wir haben 3D-Drucker, wir haben heute schon die Vorstufen der Replikatoren von Raumschiff Enterprise. Alles das steht schon bereit, eigentlich für eine neue Gesellschaft, aber sie kann in den alten ökonomischen Spielregeln nicht zum Leben gebracht werden. Also Konkurrenz und Lüge entsteht aus dem Nullsummenspiel. Würden wir aber beim Wertmaßstab bleiben, anstatt einem Tausch und einem Wertaufbewahrungsmittel, dann würde der Gegenspieler zum Mitspieler. Dann könnten wir in die Kooperation kommen. Ja, dann könnten wir wirklich in der Fülle gemeinsam leben. Deshalb stelle ich mir gerne eine Gesellschaft anders vor, nicht als Ströme von Produkten, Rohstoffen oder Zahlungsmitteln, sondern als Orchester, als Klangkörper. Denn wenn Musiker miteinander spielen, treten sie nicht wirklich in Konkurrenz. Da will nicht der Geiger den Flügel übertönen, ja, sondern sie wollen gemeinsam ein möglichst harmonisches Werk aufführen. Und da ordnen sich die Instrumente harmonisch unter in ihren eigenen Rollen und jeder versteht, worum es geht, weil jeder dieses Ziel, ja, dieses maximal bestmöglich aufzuführende Musikstück vor Augen hat. Und das ist die wirkliche Harmonie, nach der eine Gesellschaft funktionieren könnte, wenn wir das Bild eines Klangkörpers unterliegen. Was war die historische Entstehung von Geld? Da gibt es viele Legenden. Eines stimmt nicht, das was von Bankern gerne erzählt wird, dass es den Tausch vereinfacht hat. David Graeber, ein Anthropologe und der Begründungsvater eigentlich der Occupy Wall Street Bewegung, hat das Buch geschrieben, Schulden die ersten 5000 Jahre. Wenn Sie des Englischen mächtig sind, lesen Sie lieber Debt the First 5000 Years, das ist viel schärfer formuliert als die deutsche Übersetzung. Die wurde stark abgeschwächt, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Und die Anthropologen sagen uns, dass es eine Tauschgesellschaft in Wirklichkeit nie gegeben hat. Zum Beispiel die nordamerikanischen Indianer, da war das wichtigste Wirtschaftssystem für die das Lagerhaus. Ja, also die Bauern, die da ihre Ernte eingebracht haben, haben sie ins Lager gebracht. Die Werkzeuge, die Kleidung, die Waffen hergestellt haben, haben alles ins Lager gebracht. Und wer etwas gebraucht hat, hat sich aus dem Lager geholt. Und wenn dann Kartoffeln knapp wurden, dann hat man dem Kartoffelbauer gesagt, er soll wieder mehr produzieren. Aber man musste da nicht einkaufen, man musste keinen Tausch mit einem symmetrischen Preis als Ritual vollziehen, sondern es wurde einfach Angebot und Nachfrage unmittelbar bedient. Es wurde bedarfsgesteuert gewirtschaftet. Es hat allerdings auch bei den nordamerikanischen Indianern sehr wohl auch rituelle Tauschfeste gegeben. Und das ist jetzt das Interessante, das gab es nur zwischen unterschiedlichen Stämmen. Im gleichen Stamm wurde kooperiert. Mit einem anderen Stamm hat man rituell Gegenstände getauscht. Und zwar warum? Weil man schon wusste, ein paar Wochen später wird sich herausstellen, das, was man bekommen hat, ist nichts wert. Und dann hatte man wenigstens einen Grund, über das andere Stammdorf wieder herzufallen und die richtig zu vermöbeln. Ja, also da hat man sozusagen die sich abzeichnet zu erwartende Gewalt ebenfalls zelebriert, ja, weil man ja wusste, aus dem Tausch kommt die Gewalt. Also die Naturvölker waren da eigentlich schon viel, viel weiter, kann man nur sagen. Ja. Die Kaurimuscheln, ja, und anderes, also diese Umhänge, das waren bei den Naturvölkern keine Tauschmittel, sondern das waren Machtsymbole. Also die Frauen der mächtigsten Häuptlinge, die hatten die längsten Ketten. Und als dann die Kolonialherren kamen mit ihrer Technologie und sagten, wir können euch mehr Muscheln geben, im Gegenzug schickte er aber ein paar von einem Dorf als Sklaven auf unsere Plantagen, dann erst wurde das gewissermaßen zu einem Zahlungsmittel. Denn dann haben sie für die Sklaven, indem sie ihre Mitbürger verkauft haben, diese Muscheln erhalten. Und damit hat das eine Art Zahlungsmittelstatus erhalten. In England hat man die englischen Goldschmiede beobachten können.
Das war ja ganz interessant, denn die Kaufleute, die am Anfang ihre Münzen noch in schweren Kisten transportiert haben und oft ausgeraubt wurden, die haben sich dann von den Schmuck, von den Goldschmieden, die Schmucktresore gemietet und haben ihre Goldmünzen dort eingelagert. Und diese Goldschmiede merkten, dass sie jetzt unglaublich viele Goldmünzen haben, die von den Kaufleuten oft gar nicht gebraucht werden, längere Zeit, und daher haben sie sie dann gegen ein kleines Entgelt an andere verliehen. Sie haben also fremdes Eigentum verliehen, das ihnen gar nicht gehört hat. Und irgendwann dürfte einem Kaufmann das aufgefallen sein, der wollte dann sein Geld haben und es war nicht mehr da. Und dann begann als Kompensation das Geschäft, der Sparer, könnte man sagen, erhält einen kleinen Teil der Zinsen. Ja, und sie haben sich dann die Verleihgebühr geteilt, der Goldschmied und der Geldeigentümer. Also aus diesem Betrug ist dieses Sparermodell dann entstanden. Ein Schritt weiter war dann die Erfindung des ersten Inhaberwertpapiers. Denn ursprünglich bekam jetzt jeder einen Depotschein ausgefüllt auf seinen Namen, dass er so und so viele Goldstücke beim Goldschmied im Tresor liegen hat. Und das war natürlich umständlich, denn er musste sich das Gold holen, er musste am Markt eintauschen, dann hat er es wieder gebracht, ja, hat sich einen neuen Depotschein ausfüllen lassen. Da war dann das Inhaberpapier die bessere Lösung und da stand einfach drauf, der Inhaber dieses Papiers hat so und so viel Gold in meinem Tresor liegen. Und jetzt haben dann die Kaufleute am Markt begonnen, diese Depotscheine unmittelbar zu tauschen und nicht mehr die Goldstücke. Und als die Goldschmiede das mitbekommen haben, haben sie natürlich sofort ein Vielfaches der Depotscheine ausgegeben, als sie in Wirklichkeit Gold hatten. Also auch wieder eine Form des Betrugs. Und dieses System haben wir heute noch in Anwendung. Man nennt das das Mindestreservesystem. Also hochinteressant, ganz spannend. Noch eine Stufe weiter ging allerdings dann das Chiralgeldsystem. Denn, und da müssen wir uns jetzt ein bisschen auf die Buchhaltung einlassen. Ich weiß nicht, wer hat denn mit Buchhaltung eine ganz grundlegende Ahnung, wer weiß, was aktiver und passiver sind. Ja, und Vermögen und Kapital, also ungefähr, nicht? Da gibt es die eine Bilanzseite, die andere. Vermögen, das ist das, was man angreifen kann, das hat sich konkretisiert. Und da habe ich die Schulden und das Differenz zum Vermögen dann das Eigenkapital. So, mehr muss man auch schon nicht wissen. Ein kleines Beispiel, was passiert, wenn zwei befreundete Unternehmer, beide führen doppelte Buchhaltung, sich gegenseitig Geld borgen. Einer leiht dem anderen 1.000 Euro. Ja, dann ist das für den, der das verleiht, eine Forderung. Das heißt, der Geldbetrag wandert von der Kasse in die Forderung, Forderung an Kasse. Die Bilanzlänge verändert sich nicht, denn er hat etwas von Wert hingegeben und anstelle dessen steht jetzt die Forderung zu Buche. Bei seinem Schuldner verlängert sich hingegen die Bilanz gegen Verbindlichkeit, denn der hat mehr in der Kasse, gleichzeitig aber 1.000 Verbindlichkeit, eine Bilanzverlängerung gegen Verbindlichkeit. Was passiert, wenn ein Sparer zur Bank kommt und dort Geld einzahlt? Er zahlt 1.000 Euro auf sein Sparkonto ein, dann bucht das die Bank als Kasse an Sichteinlage und Sichteinlage ist eine Verbindlichkeit der Bank. Auf Sicht heißt, wenn er das nächste Mal bei der Tür reinschaut, kann er das Geld möglicherweise schon beheben, also ohne Bindung. Und das hatte historisch auch immer die niedrigsten Zinsen, dann mal gar keine, mittlerweile schon Negativzinsen, haben wir alles schon gehabt. Aber das ist die Bilanzverlängerung gegen Verbindlichkeit, weil ja die Bank nachweislich dem Sparer sein Geld schuldet. So, und jetzt schauen wir uns mal an, was die Bank macht, wenn sie einen Kredit beantragen und der genehmigt wird. Die Bank bucht Forderung gegenüber dem Kreditnehmer, an Sichteinlage gegenüber dem Kreditnehmer. Und das ist jetzt interessant. Denn wir haben hier eine Forderung und eine Verbindlichkeit gegenüber der gleichen Person. Hochinteressant. Und der Kreditnehmer bucht es natürlich auch so. Der hat Bankguthaben an Bankverbindlichkeit. Und wenn wir das Bilanzbild anschauen, dann sehen wir eines, und das ist hochspannend, wir haben es hier in Wirklichkeit mit zwei Schuldnern zu tun. Da ist keiner Gläubiger. Und es stellt sich die Frage, welche Geschäfte können eigentlich zwei Schuldner miteinander schließen. Genau genommen nur einen Schuldscheintausch. Denn das Chiralgeld, das wir heute kennen, mit denen wir unsere elektronischen Banking-Geschäfte machen, ist nichts anderes als der Schuldschein der Bank auf Bargeld. Denn nur Bargeld ist, das ist weltweit so, gesetzliches Zahlungsmittel. Ja? Nicht das Chiralgeld der Banken. Denn das entsteht einfach durch die Buchung in der Kreditvergabe. Da wird es geschöpft. Und Ihr Schuldschein als Kreditnehmer, den haben Sie unterschrieben, das ist Ihr Kreditvertrag. Und wenn jetzt aber zwei Geschäftspartner etwas von gleichem Wert miteinander tauschen, ist hinterher keiner dem anderen noch etwas schuldig. Der Kreditvertrag ist werthaltig.
Ja, der ist werthaltig und die Banken verkaufen ihn in aller Regel auch gleich wieder an andere Institute und refinanzieren sich so. Was natürlich dann nicht gehen kann, ist, wenn die Bank, die den Kreditvertrag bereits an ein anderes Institut verkauft hat, von ihnen immer noch die Tilgungen und die Zinsen kassieren will. Wird aber laufend gemacht. Und wenn Sie gegen Ihren Bankkredit klagen beispielsweise, spannende Sache, und Sie verlangen den Originalkreditvertrag mit Ihrer Unterschrift, gibt es Richter, die sagen, nein, die Kopie genügt. Dann müssten Sie sagen, Euer Ehren, dann zahle ich auch gerne mit kopierten Geldscheinen. Ja? Gleiches Recht für beide. Ja? Aber das dürfen Richter nicht denken. Da gibt es eine echte Barriere. Und ich habe Ihnen Unterlagen ausgeschickt per Mail, ich weiß nicht, ob Sie die schon erhalten haben. Es gibt von der Deutschen Bundesbank eine spannende kleine Broschüre, häufig gestellte Fragen zur Geldschöpfung. Und da werden Sie, ich glaube, es ist die Frage auf der Seite 3, die Frage sehen, was ist eigentlich die rechtliche Grundlage der Buchgeldschöpfung der Banken in der Kreditvergabe? Antwort der Deutschen Bundesbank, es gibt keine gesetzliche Grundlage für diese Vorgangsweise. Das deutsche Recht geht vielmehr von der Geldschöpfungsmöglichkeit der Banken aus. So kann man das auch umschreiben. Und wir haben jetzt einen Fall, da arbeite ich zusammen mit dem Dr. Rainer Füllmich vor dem Deutschen Verfassungsgerichtshof, wo eine Dame einen Bankkredit aufnehmen wollte. Die Bank hat ihn am Konto gutgeschrieben und sie hat ihn dann nicht beansprucht. Sie hat sich jetzt anders finanziert, sie braucht ihn nicht. Und die Bank verlangte 15.000 Euro Refinanzierungskosten. Also das ist jetzt aus dieser Perspektive schon sehr interessant, ja, wie das zu begründen wäre. Und jetzt haben wir auch schon den Sprung zur Bargeldabschaffung geschafft. Warum wollen jetzt die meisten Bankenvertreter und Lobbyisten das Bargeld abschaffen? Natürlich ist es prinzipiell möglich, das elektronisch bequemer und sicherer und schneller zu erledigen. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Ja? Es ist auch so, dass mit Bargeld sehr viel kriminelle Geschäfte gemacht werden. Aber ich muss dazu sagen, mit Bitcoin und Kryptowährungen ganz genauso. Also diese, die uns angeblich diese große Freiheit bringen, das ist immer ein zweischneidiges Schwert. Es ist ein zweischneidiges Schwert, das muss man offen so sagen. Ja? Nur, wenn jetzt die Bankenlobbyisten glauben, durch die Abschaffung des Bargeldes könnten sie die Verbindlichkeitsstruktur des Chiralgeldes verschleiern, dann halte ich das nicht für sehr schlau. Ich habe mir alle verfügbaren Unterlagen über die Central Bank Digital Currencies durchgelesen, die man finden kann. Und überall finden Sie den Passus, dass die rechtliche Grundlage dieses rein digitalen Zentralbankengeldes noch nicht geklärt ist. Ist es auch nicht und kann es auch nicht sein. Warum? Ja, weil auch die Zentralbanken und die Nationalbanken in Wirklichkeit die gleiche Schuldenbuchung zur Geldschöpfung verwenden. Die gleiche Buchung. Ja? Das heißt, Forderung, in dem Fall eine Geschäftsbank, an Eigenverbindlichkeit der Zentralbank. Und hier habe ich ein paar auf den Folien, wenn Sie sich das dann anschauen, Chiralgeldquellen. Es gibt den Monatsbericht von April 2017, wo die Bundesbank das erste Mal dargestellt hat, wie wirklich das Chiralgeld entsteht. Dann die Fragen zur Geldschöpfung, wo eingestanden wurde, dass es in einem rechtsleeren Raum, in einer Rechtslücke passiert. Dann eine Erklärung von Standard & Poor's, eine von der Bank of England, eine hochspannende Broschüre, die ich Ihnen ebenfalls zukommen habe lassen per Mail, vom Werden und Vergehen des Geldes von einer Basler Gemeinschaftsbank. Und da wird von Bankern wunderbar buchungstechnisch korrekt bis ins kleinste Detail dargestellt, wie sie selber Geld schöpfen, ja? Ohne dass sie eine Mindestreserve brauchen, ja? Ohne dass sie vorher jemanden um Genehmigung fragen oder Refinanzierungen einleiten müssen. Nichts davon. Und es gibt dann auch einen Artikel, den Sie über die Homepage meiner Lehrveranstaltung finden können, von einem ehemaligen Bankenvorstand in Österreich. Der war Regierungskommissär bei der Abwicklung der Hypoalpe Adria in Kärnten. Und als er dann schon im Ruhestand war, vorher wagen solche Leute das nicht, ja, solche Publikationen, hat er in einer kleinen volkswirtschaftlichen Zeitschrift einen Artikel geschrieben über die verhinderten Formen von Geldpolitik. Und da hat er die Frage gestellt, warum denn eigentlich die Nationalbanken Geld als Verbindlichkeit schöpfen. Und er kam zu der Antwort, das hatte nur da noch einen Sinn, als es noch eine Goldbindung gab. Denn damals
musste man ja damit rechnen, dass die Währung gegen Gold eingetauscht werden soll. Und man musste entsprechend Gold für richtig halten. Übrigens, das muss Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre gewesen sein, da ist mir das auch im Rechnungswesen-Institut aufgefallen, das war sehr lustig. Wir haben uns ja immer die Bilanzen auch der Österreichischen Nationalbank angesehen. Ja, wenn die, also wir haben auch Bilanzanalysen gemacht von früh bis spät. Ich kenne ja diese Rituale und weiß, was ich davon zu halten habe, aus der Informationssicht. Und da ist es mir aufgefallen, dass da stand immer Goldreserven. Ja? Und da stand eben der bewertete Geldbetrag der Goldreserven. Und irgendwann wurde der Begriff einfach ausgetauscht in Gold und Forderungen auf Gold. Also muss ich mich mal vorstellen, was das heißt. Ja? Das ist so, als würde ein Kaufmann schreiben Kassa und Forderungen. Ja, und alles in einen Betrag hineinsetzen. Ja, so war das damals. Und er hat dann eben gemeint, warum muss man zu einer Zeit, wo wir diese Goldbindung nicht mehr haben, immer noch diese Verbindlichkeit buchen zur Geldschöpfung? Warum gehen wir nicht zur positiven Geldschöpfung über und buchen dieses Geld gegen Eigenkapital, um das dann auch wirklich für die Finanzierung des Staates zur Verfügung zu stellen? Also quasi als Ertrag, als eine sinnvolle Leistung. Und da muss ich ehrlich dazu sagen, nur weil amerikanische Wirtschaftsprüfungsfirmen weltweit den börsennotierten Firmen, ich sage mit Absicht den börsennotierten Firmen, die ursprünglich entstanden sind, Börsenaufsicht und Wirtschaftsprüfer für die Bilanzprüfungen, um die Pyramidenspiele zu verhindern, die der Grund waren, warum 1870 ja, im Deutschen Reich der Kapitalmarkt verboten wurde, wegen der Pyramidenspiele. Und die SEC, die Börsenaufsicht, wurde aus diesem Grund als Anlassfall gegründet, um die Pyramidenspiele zu verhindern. Aber 2008 war nicht nur die Lehman-Pleite, sondern da ist auch ein Herr aufgeflogen, ein Betrüger, der 68 Milliarden ja, seine Anleger geschädigt hat. Und die Börsenaufsicht, die SEC, hat die Unterlagen, die ja dreimal auf den Tisch gelegt wurden, kein einziges Mal angesehen. Es gibt ein Buch dazu, No One Would Listen. Ja, denn diese Kapitalmärkte sind in den meisten Fällen heute noch Pyramidenspiele. Das ist das böse, böse Geheimnis, ja, zu dem die Politik auch keine Stellung beziehen möchte. Und es gab dann ein spannendes Buch, denn in den 80er Jahren gab es die Saving and Loan Crisis in Amerika, wo kleine Sparkassen pleite gingen. Die wurden mit Steuergeld natürlich wieder gerettet. Und einer der obersten Bankenprüfer damals, das war unter Reagan, hat dann in einem Buch beschrieben, wie es weiterging. Unter Reagan haben dann die Liberalen gesagt, jetzt brauchen wir mutige Investoren, die die Pleitebanken kaufen und dann deregulieren wir sie komplett und der freie Wettbewerb macht sie dann wieder stark. Und William K. Black, so heißt dieser Autor, der hat in seinem Buch beschrieben, was dann geschah. Er hat gesagt, diese Bankenkäufer waren alle Strohmänner von Mafiabossen. Und kaum, dass ihnen die Bank gehört hat, haben sie dem Mafia-Boss einen Kredit gegeben, der war höher als der Kaufpreis der Bank, was buchungstechnisch ja geht. Und der hatte nie zurückgezahlt, die Bank wurde wieder pleite und musste wieder gerettet werden mit Steuergeld. Und deswegen hat sein Buch dann den Titel erhalten, The Best Way to Rob a Bank is to Own One. Ja. Das ist toll. Ja, wissen Sie, ich habe mit sehr vielen Bankern auch darüber gesprochen. Es gibt solche und solche. Ich würde meinen, dass wahrscheinlich höchstens 2-3% wissen, was hier für Schindluder getrieben wird. Aber das Nichtwissen, das Unwissen ihrer Kollegen ist ihre beste Deckung. Denn sie können diese unwissenden Kollegen vor jedem Richter zitieren und die werden mit bestem Glauben, ja, mit tiefster Überzeugung sagen, nein, das geht gar nicht. Die Bank schöpft kein Geld, die gibt nur das Geld der Sparer weiter. Ja, das war immer so. Vor diesem Unwissen kann man sich als besserwissender Betrüger sehr leicht verstecken. Und da sind wir wieder beim Nullsummenspiel. Nicht? Warum dieser Betrug? Na, weil wir uns gegenseitig etwas wegnehmen müssen im Nullsummenspiel. Nicht? Und auch bei den Banken, betrügerische Handlungen den Kunden gegenüber, das wird ja belohnt, ist ja in vielen Fällen belohnt worden, weil man gesagt hat, du bist besonders intelligent und die Prämien, die stehen dir zu. Noch etwas muss man dazu sagen, was bei diesem Bankensystem passiert. Zweite Missbrauchsmöglichkeit, meiner Meinung nach ein wesentlicher Grund, warum die Vollgeldinitiative in der Schweiz gescheitert ist. Vollgeldinitiative.ch, wenn Sie dort auf die Homepage gehen, dann sehen Sie auch 20 Verstöße gegen das Bundesbüchli. Das heißt, auch in der Schweiz wurde gegen die Verfassung verstoßen, weil man nicht den gleichen Raum, also für die Befürworter nur 5 Seiten, für die Gegner 7 Seiten von 12, es müssten gleich viele Seiten sein,
Und es wurden auch bewusst Lügen verbreitet über die Vollgeld, über das Vollgeldsystem. Das, was jetzt mit den Central Bank Digital Currencies passiert, ist natürlich, geht natürlich ein bisschen in diese Richtung, Vollgeldsystem, das ist das Erstaunliche. Man hat also offenbar erkannt, dass man keine andere Chance mehr hat, als in diese Richtung zu gehen. Aber warum ist das in der Schweiz gescheitert? Meiner Meinung nach, weil hier ein weiteres Missbrauchspotenzial lauert. Es gibt nämlich nicht nur den äußeren Rechnungskreis der Bankkunden, wo wir das Giralgeld verwenden können. Eigentlich laden uns die Banken zu einem Online-Computerspiel ein. Wir schieben ihre Schuldscheine hin und her von einem Konto aufs andere. Aber es ist nicht wirklich unser Eigentum, es ist ein Schuldschein der Bank und mit dem dürfen wir spielen, ja, wie im Kaufmannsladen. Es gibt aber noch einen inneren Rechnungskreis der Geschäftsbanken und der Nationalbanken. Und das elektronische Giralgeld, das im inneren Rechnungskreis geschöpft wird, wird von der Nationalbank geschöpft. Und das nennt man dann die Zentralbankreserven. Und an dieses innere Geld kommen wir als Bankkunden gar nicht heran, obwohl es das einzige gesetzlich legale, elektronisch geschöpfte Geld ist, denn es kommt von der Nationalbank. Ja? An das kommen wir momentan nicht heran. Aber was heißt das? Die Geschäftsbanken, wenn sie untereinander ein Geschäft machen, die sammeln ihre Buchungen einen Tag lang und machen nur die Saldobuchung am Ende des Arbeitstages. Einmal wird alles in einer Saldobuchung ausgeglichen. Das heißt, wenn die Vorstände von zwei unterschiedlichen Banken sich im Zigarrenclub treffen und der eine fragt den anderen, habt ihr einen Autohändler für Luxusautos? Und der andere sagt, ja, sagt er, fein, wir auch. Wir wollen uns jetzt um 10 Millionen Luxusautos kaufen für unseren Vorstand. Wollt ihr das auch? Müssen sich nur darauf einigen, dass der Vorstand der Bank A das bei dem Händler von der Bank B kauft und der Vorstand der Bank B beim Händler von der Bank A und am selben Tag zum selben Betrag, dann neutralisiert sich die Buchung im Schlusssaldo und sie kriegen das für null. Okay. So viel zu den buchungstechnischen Spielen der Banken. Und jetzt verstehen wir auch, ja, warum das Bargeld weggedrängt werden soll. Vielleicht verstehen wir auch noch etwas anderes. Es gibt Bestrebungen, ich weiß nicht, ob Sie das schon wissen, die BRICS-Staaten sind ja schon auf goldgedeckte Währungen umgestiegen. Und es gibt Bestrebungen, dass das auch in anderen Ländern passiert. Die nächsten, die das einführen sollen, angeblich sind die Vereinigten Staaten. Das soll die US Treasury Note sein, die goldgedeckt ist. Es gibt bitte wesentlich mehr Gold auf diesem Planeten, als uns jemals gesagt wurde. Es gibt Geologen, die meinen, dass Gold eines der häufigsten Metalle in der Erdkruste ist. Warum ist es denn bei den Azteken und bei den Mayas so häufig in Verwendung gewesen, dass sie sogar Wasserhähne für den täglichen Gebrauch gemacht haben? Nur bei uns wurde es halt verknappt, weil es historisch immer ein Zahlungsmittel war, das knapp sein musste. Kraftdefinition. Ja, Wurzel der Ökonomie. Ja, the optimal use of scarce resources. Wo es keine Knappheit gibt, keine Scarcity, kann es keine Wirtschaft geben. So, nun ist es allerdings so, die Golddeckung selbst ist nicht wirklich ein wahnsinniger Vorteil. Ja? Aber es führt uns historisch zu dem Zeitpunkt zurück, als rechtstheoretisch falsch abgebogen wurde. Ja? Als eben begonnen wurde, nur noch mit Schuldscheinen zu bezahlen und den Missbrauch des verzinsten Schuldgeldsystems. Das kann man darin erkennen. Also die eine Perspektive ist historisch wieder ein Reset, wenn man so möchte, zu einem Zeitpunkt, als tatsächlich auch die Nationalbanken noch Goldbestände hatten, die sie dann wieder brauchen werden. Und bitte machen Sie sich da keine Sorgen, es gibt genug. Ja, und es gibt auch sehr wohltätige Menschen, die das zur Verfügung stellen, zur Refinanzierung ganzer Staaten. Ja, also es gibt so eine Idee, ein Konzept von Marshallplan 2.0 beispielsweise. Ja, das steht unmittelbar vor der Türe. Wir werden in allen Ländern jetzt auf ein anderes System umsteigen, wo wir eben in die Fülle gehen. Und die Finanzierung ist möglich, weil die Gelder und die Assets, die wir dafür benötigen, schon lange vorhanden waren. Es hat nur niemand hingegriffen, weil die wurden eben gewidmet für einen ganz bestimmten Zweck, weil die Menschen schon ewig wussten, dass dieses Geldsystem nicht ewig halten kann. Ja, wir kennen ja zum Beispiel den regelmäßigen Schuldenerlass, ja, noch aus den heiligen Büchern, ja, dass man eben gesagt hat, alle paar Jahre muss man wieder die Schulden auf Null setzen, sonst bricht das System zusammen. Ja, so ist das momentan. Und ich denke, was wir uns noch vor Augen halten sollten, ist, dass die normativen Wissenschaften, und dazu zählt Ökonomie, es zählt Recht, Politologie und Pädagogik dazu, die sind nur dem Namen nach Wissenschaften. Und ich zitiere da jetzt einmal die Wikipedia.
die man ja in manchen Bereichen eher nicht verwenden sollte, aber in dem ist es wirklich spannend. Die Wissenschaftstheoretiker, das ist ein Teilbereich der Philosophie, sind die, die eigentlich erklären, was Wissenschaft ist, legitime Wissenschaft. Wissenschaft braucht immer eine Methode. Habermas war der Letzte, der meinte, normative Wissenschaften wären auch legitime Wissenschaften, hat aber die Methode nicht genannt. Und deswegen folgert die deutsche Wikipedia, somit bleibt die Möglichkeit normativer Wissenschaft nach wie vor umstritten. Man höre sich das an. Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, dass es auch nur die Möglichkeit gäbe, dass es eine Wissenschaft ist, ist nach wie vor umstritten. Ist doch schön formuliert. Noch treffender die englische Wikipedia, Normative Science. Dort wird beschrieben, Normative Science, das ist eine Informationsstruktur mit einer versteckt eingebauten politischen Präferenz. Insbesondere in Anwendung bei der Politikberatung. Noch ehrlicher kann man es gar nicht sagen. Ja? Also wir fußen hier in Wahrheit auf politischer Ideologie, nicht auf Wissenschaft. Deswegen, und deswegen dann der Abschluss, warum ich jetzt in die Gesellschaftswissenschaften hineingegangen bin, es gab einen wunderbaren Soziologen hier in Deutschland, Niklas Luhmann, vielleicht sagt Ihnen der Name etwas. Und der hat eine ganz tolle Leistung vollbracht, er definiert die Gesellschaft nicht als Individuen bestehend, sondern aus Kommunikationen. Warum ist das so toll? Solange die Kommunikation funktioniert, gibt es keine Gewalt. Würden wir die Gesellschaft als aus Kommunikationen zusammengesetzt denken und dann gewaltfrei kommunizieren und kooperativ, verständnisvoll und hilfreich, ja, dann würden wir vor allem auch kein Gewaltmonopol des Staates brauchen. Denn wer dem Staat ein Gewaltmonopol in die Hand gibt, macht ihn zur Lieblingsbeute der Gewaltverbrecher. Und das dürfte passiert sein in vielen westlichen Demokratien, denn immer wenn die Polizei gegen friedliche Bürger eingesetzt wird, ist es genau dieser Missbrauch. Es gibt ein wunderbares Buch auf meiner Homepage, sogar als gratis PDF zum Download, Gangs of America von Ted Nace, einem Journalisten und Historiker, der beschreibt die Geschichte der Vereinigten Staaten als einen unaufgesetzten Bandenkrieg von Mafia-Banden. Und die mächtigste Gang war immer die, die sich die Regierung unterworfen hat. Warum? Denn in den Augen der Bevölkerung waren die Guten. Die haben die Polizei bezahlt, die Konkurrenten mussten sie bestechen. So, das heißt, wenn wir jetzt Kommunikation in den Vordergrund stellen, ja, und das als eigenen Wert verankern, dann können wir friedlicher werden, dann können wir auch in die Fülle gehen und dann muss auch nicht mehr verknappt und Mangel erzeugt werden. Das ist jetzt die Aussicht sozusagen fürs goldene Zeitalter, wie ich das nennen möchte. Danke für die Aufmerksamkeit und bin jetzt gespannt auf Ihre Fragen. Ja, also erstmal vielen Dank und jetzt weiß ich auch, dass Wirecard auch eine Art Pyramidenspiel war. Bin ich ja selbst so ein bisschen betroffen, mich vielleicht auch viele im Internet oder hier. Aber ich sehe es jetzt mal genauso. Petra, hast du vielleicht, und würde ich dir den Aufschlag geben, die erste Frage an dich. Und ich schaue dann auch mal zu euch rüber, ob es Fragen aus dem Netz gibt. Und selbstverständlich, wenn hier interessierte Fragen sind, im Zuschauerkreis auch gerne kurz gefasst und nicht in AfD-Manier mit Co-Referat. Ja, lieber Herr Professor, vielen, vielen Dank für den interessanten Vortrag in akademischer Höhe. Ich würde gerne vielleicht wirklich auf irdische Probleme zurückkommen, auch auf das, was unsere Bürger am meisten interessiert, wo es am meisten wehtut. Also das sind vielleicht zwei Bereiche. Einmal ist das der Prozess oder die Versuche, das Bargeld abzuschaffen, das, was Sie auch angesprochen haben. Aber es wäre vielleicht schön, wenn Sie das erklären könnten, in der Chronologie, also Gold als Tauschmittel, als werthaltiges Tauschmittel, wie ist es dazu gekommen, dass es dann mit Papiergeld ersetzt wurde, das aber erstmal gedeckt war durch Gold? Wie konnte dieses goldgedeckte Papiergeld zu einem nicht gedeckten Papiergeld werden? Und jetzt haben wir den nächsten Schritt, selbst das nicht gedeckte Papiergeld soll jetzt ersetzt werden durch eigentlich Einser und Nullen, also völlig virtuelles Geld. Und der zweite Bereich wäre, wie können die Bürger sich vor der voranschreitenden, flächendeckenden Enteignung durch diese galoppierende Inflation schützen und wie ist es dazu gekommen? Ja, also vielleicht zunächst zur ersten Frage mit der Entwicklung rund ums Bargeld. Das mit den werthaltigen Münzen als Tauschmittel, das war die erste Stufe.
Historisch hat das wahrscheinlich den Ausgangspunkt genommen im 6. vorchristlichen Jahrhundert, als in Europa, aber auch in Asien, plötzlich etwas passiert ist. Bis dahin durften nur die Adeligen, die Fürsten, Waffen tragen und waren auch geschult an der Anwendung der Waffen. Ihr Gesinde, das also zur Schlacht mitkam, die hatten eben Mistgabeln und Dreschflegel und sind irgendwie übereinander hergefallen. Und da haben aber das erste Mal einige Fürsten, besonders kräftige Männer, speziell in der Waffentechnik geschult und Söldner ausgebildet und konnten mit den speziell geschulten Söldnerherren natürlich effizienter in die Fürstentümer ihrer Nachbarschaft einfallen und die plündern. Und das war am Anfang für sie sehr bequem, weil sie gesagt haben, 80%, was ihr plündert, gehört den Söldnern, 20% liefert ihr uns ab. Aber dann, als ein größerer Bereich in ihrem Eigentum stand, war es unbequem, weil diese Söldner dann begonnen haben, auch in ihren eigenen Ländern zu marodieren und zu plündern, weil sie ja nichts anderes konnten. Und um das zu verhindern, hat man dann das Münzgeld eingeführt, den sogenannten Sold, und hat ihnen das in Truhen mitgegeben und die Handwerker und Landwirte gezwungen, auf einem Markt gegen dieses Geld ihre Waren zu verkaufen. Denn dadurch konnten die Söldner im Inland mit Geld bezahlen und mussten nur im Ausland plündern. Das erklärt auch, warum in den unterschiedlichen Staaten unterschiedliches Geld entstanden ist. Ja, also es kommt unmittelbar von den Söldnerherren. Jetzt, wenn wir uns das Metall, das Edelmetall in den Tresoren der englischen Goldschmiede ansehen, die dann mehr Depotscheine ausgeben, als sie dort vorrätig haben, dann sehen wir hier den ersten Missbrauch. Den zweiten habe ich erklärt, das war dann die Buchungstechnik. Prinzipiell muss ich dazu sagen, selbstverständlich kann man Bargeld auch für Verbotenes einsetzen. Das geht aber digital genauso. Jeder, der sagt, er ist froh, weil er Bitcoin oder andere Kryptowährungen verwenden kann, der muss auch wissen, dass in diesen unregulierten Währungen natürlich auch, ich sage jetzt mal, Kinderhandel, Drogengeschäfte und anderes vergütet wird. Also das hat immer zwei Seiten. Das muss man so betrachten. Anders geht es gar nicht. Darf ich mal kurz einhaken? Ja? Denn mir geht es vielmehr auch um den psychologischen Aspekt. Ja. Wie hat man die Menschen dazu gebracht, dass sie erstmal Gold, was jeder wusste, dass es werthaltig ist, für irgendwelche Papierchen umtauscht? Und dann vor allem, und am Anfang stand ja auch, selbst auf den Dollarnoten, sie können jederzeit diese Dollarnote gegen den Gegenwert des Goldes umtauschen. Also da kann ich noch verstehen, dass ich irgendwie wusste, naja, ich habe zwar nur ein Papierchen, aber ich kann es immer gegen das Werthaltige umtauschen. Auf aber den britischen wie kam dann steht der das heute Schritt, noch. Nicht, dass man das hier abgeschafft hat? Weil das ist sehr ähnlich zu dem, was jetzt läuft. Ich würde sagen, wahrscheinlich durch eine gezielte PSYOP, also durch eine Desinformationsstrategie. Denn wenn man sich heute anschaut, eine 5-Pfund-Note, eine britische 5-Pfund-Note, dann steht, die Bank of England verspricht den Gegenwert von 5 Pfund. Wie stellt man sich das vor? Für den einen Schein kriege ich einen anderen? Nein. Pfund Sterling war eine Gewichtseinheit in Silber oder Gold. Das ist ja der Punkt. Und das hat man einfach weggelassen. Ja, und damit projizieren die Menschen den Wert in das Papier. Ja, es ist natürlich unsinnig, im Papier einen Wert zu sehen. Es ist auch unsinnig, in Gold- oder Silbermünzen einen Wert zu sehen. Werte sollten wir in menschlichen Tugenden, in menschlichem Verhalten, im friedlichen, freundlichen Miteinander sehen. Und das ist jetzt der ganz entscheidende Punkt. Was ist ein Wert und was ist ein Preis? Was die Inflation betrifft, muss ich Folgendes sagen. Es gibt nach wie vor keine eindeutige Korrelation zwischen Geldmenge und Inflation. Und Inflation ist in vielen Fällen ein rechnerisches Artefakt, genauso wie die Klimaerwärmung mit den Wärmeinseln bei den Städten. Weil es hängt natürlich immer vom Warenkorb ab. Ja? Ob wir Inflation messen können. Wir erzeugen die Inflation durch die Messung. Ja, das ist ganz logisch. Nur in bestimmten Teilmärkten, ich sage jetzt mal Immobilien in einer bestimmten Gegend, können natürlich die Geldschöpfer, indem sie sehr viel Kredite für diese Immobilien bereitstellen, die Preise treiben und so gezielt Preisblasen entstehen lassen und später wieder platzen und mit ihren Immobilienverwertungsfirmen dann billig aus der Konkursmasse herauskaufen. Ja. Und das wird ja immer wieder beobachtet. Und das ist ja das Zitat von Thomas Jefferson, der gesagt hat, Banken, denen man die Geldschöpfung gestattet, sind für ihn gefährlicher als stehende Armeen. Ja, denn die Banker werden durch
Folgen von Deflation und Inflation die Bürger und Bürgerinnen enteignen, solange bis die Kinder kein Dach mehr über dem Kopf haben. Und das haben wir in der Subprime-Krise in Amerika lebhaft erlebt. Das war wirklich eine prophetische Aussage von Thomas Jefferson. Dazu muss ich noch etwas sagen. Auf meiner Homepage meiner Lehrveranstaltungen gibt es ein kleines Video aus der damaligen Zeit. Damals haben auch die Mainstream-Medien noch recherchiert und ehrlich berichtet. Und da gab es einen Bill Rattigan, das ist ein amerikanischer Wirtschaftsjournalist mit einer Sendung. Und der hat in der Subprime-Krise gezeigt, wie völlig unbedarfte Bürger, die einen Hypothekenkredit hatten, von den Banken gemahnt wurden und sogar ihre Häuser verkauft wurden, obwohl sie ihre Tilgungen bezahlt haben. Und die Banken haben die Tilgungen aber nicht verbucht, sondern die Schuld ist sogar angewachsen, anstatt weniger zu werden. Und in einem anderen Fall hat der Schuldner plötzlich von 3, 4 verschiedenen Instituten dieselbe Forderung erhalten und wusste nicht einmal, gegen wen er schuldbefreiend zahlen konnte. Ja, weil die natürlich diese Hypothekenbriefe kopiert haben und weiterverkauft und auch mit der Kopie, weil Sie wissen ja, Richter, die gehen ja auch von Kopien aus, dass sie echt sind. Ja? Und da kann man ja dann auch einklagen. Ja? So ist es nämlich in Amerika allerdings, und das ist jetzt die Peinlichkeit, auch eine Information, wo ich nicht sicher bin, ob Sie das wissen. In Amerika gibt es kein Grundbuch. Und was das heißt, hat dann ein amerikanischer Abgeordneter mit einem Untersuchungsausschuss festgestellt. Und die haben gesagt, seit den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts ist der flächendeckende Missbrauch mit diesen Hypothekenfinanzierungen so stark in Umlauf, dass man nirgendwo in Amerika heute noch sagen kann, wer wirklich rechtlich Grundeigentum besitzt, nicht nur privat, sondern auch gewerblich. Und hunderte Juristen müssten mindestens 40 Jahre lang das aufdröseln, um das wieder nachzuverfolgen. Und die Kosten sind ungefähr doppelt so hoch wie der Wert der gesamten Aktienbörse der New York Stock Exchange. Das geht sich nicht mehr aus. Das geht nicht mehr. Und meine Konsequenz als Rechnungswesenprofessor war, ist ja interessant, dann müssten jetzt eigentlich alle amerikanischen Konzerne bankrott sein, weil die weisen ihre Immobilien in den Bilanzen aus, können aber das rechtliche Eigentum nicht nachweisen. Ach, wie peinlich. Ist fast so peinlich wie der Petrodollar, als Nixon nämlich Bretton Woods aufgelöst hat und gesagt hat, ist nicht mehr Gold gedeckt, ja, hat man dann eben versucht, den Dollar an das Erdöl zu binden, indem alle nur noch in Dollar bezahlen konnten, und hat dabei aber übersehen, dass sich Erdöl in 10 Kilometer Tiefe immer wieder neu bildet und eine unendlich vorhandene Ressource ist. Thomas Gold, die Biosphäre in der heißen Tiefe, empfehle ich dieses Buch, ja, ist sehr, sehr spannend. Das heißt, bei Erdöl handelt es sich in Wirklichkeit um ein freies Gut, das gar keinen Preis haben kann in der klassischen Ökonomie. Kann keinen haben. Und an so ein freies Gut binden die dann ihre Leitwährung. Also wir sehen, was da in der Vergangenheit passiert ist, mangels wissenschaftlichen Sachverstandes. Ich kann es immer nur sagen, gepaart mit Unehrlichkeit. Die Unehrlichkeit kommt aber nicht von bösen Menschen. Auf das will ich immer wieder hinweisen. Die Unehrlichkeit kommt aus der Spielregel des Nullsummenspiels. Ja? Wenn wir einfach nur unsere Punkte, die wir haben, aufschreiben würden, immer dann, wenn wir eine Leistung erbringen, könnten wir alle gemeinsam Wohlstand erlangen. Wir könnten gemeinsam alle reich werden, unglaublich reich, ja, und es gäbe auch überhaupt nie wieder einen Verteilungskampf. Das ist der wichtigste Punkt. Ja, denn wenn wir schauen in Brasilien beispielsweise, in anderen südamerikanischen Ländern, auf der einen Straßenseite sind die Luxusvillen mit Stacheldraht und Maschinengewehrtürmen und auf der anderen Seite die Slums, das kann ja für die wohlhabenden Menschen auch keine Freude sein, so leben zu müssen. Ich habe jetzt gleich eine Frage von Gerrit. Ich würde nur ganz kurz noch nachfragen wollen, weil das, glaube ich, ein wichtiges, einschneidendes Datum auch für die Menschen ist. Ich weiß, das auch, wird innerhalb unserer Partei, es wird unter Wirtschaftswissenschaftlern kontrovers diskutiert. War denn aus Ihrer Sicht das Ab- oder Bretton Woods und damit das Abkehren entsprechend $35 für ein Gramm oder eine Unze Gold? Oder einen Maßanzug. War das aus Ihrer Sicht ein Fehler? Und wenn ja, das ein Fehler war, ist es dann nicht auch ein Fehler zu sagen, man lässt Bitcoins oder vielleicht auch, beim Libra war ja die FED sehr entschlossen, lässt also eine Art Konkurrenzwährung zu, die dann ja aus ihrer Sicht, die sie eben definieren, gar nicht mehr von den Zentralbanken und damit von einflussreichen Sphären, so will ich sie erstmal ganz abstrakt nennen, entsprechend kontrolliert werden kann. Also Bretton Woods, ja oder nein, Fehler. Und wie sehen Sie dann tatsächlich Bitcoin
unterscheiden bitte vom Zentralbankgeld oder vom digitalen Euro. Das wird auch mal gerne als Fehler gemacht. Das ist was anderes. Ja, natürlich. Und dann würde ich die nächste Frage dann an Gerrit Ruhl weitergeben. Ja, also das mit der Loslösung vom Goldstandard. Es hat ja damals de Gaulle sein Guthaben in Gold eingefordert und von einem französischen Kriegsschiff abholen lassen. Ich denke, dass das dann schon auch ein Grund war, sich von dieser Perspektive langsam zu lösen. Allerdings hatten sie keine wirklich bessere Idee, weil von Gold auf Erdöl umzuwechseln war ja nachweislich keine gute Idee. Das heißt, man hätte hier ein anderes Bewertungsprinzip, möglicherweise hätte man damals schon vom Mangel loslassen sollen und hätte vom Tauschwert zum Nutzwert kommen. Karl Menger, der Vordenker der österreichischen Schule, wenn wir davon schon gesprochen haben, hat den Nutzwert definiert. Ich möchte da widersprechen. Ich glaube, für die USA war das eine wunderbare Idee. Das funktioniert doch. Ganz kurz gleich. Unter Einschaltung der Army und der Gewalt, keine Frage, aber damit machen sie sich ja langfristig keine Freunde. Das muss man ja auch sehen. Ja? Das heißt, eine Gewaltpolitik kann immer nur kurzfristig meiner Meinung nach Sinn machen. Langfristig macht man sich mehr Feinde als Freunde damit. Und ja, was jetzt die digitalen Währungen betrifft, ich würde es begrüßen, wenn wir die nicht als konkurrierende Währungen, sondern als befreundende und kooperierende Währungen bezeichnen würden. Weil was wird passieren? Sollte wirklich die Inflation dazu führen, dass sich die breite Masse der Bevölkerung die wichtigsten Dinge des täglichen Lebens nicht mehr leisten kann, muss man ihnen irgendein Tauschmittel oder ein Zahlungsmittel, was auch immer, zur Verfügung stellen. Wenn wir das jetzt natürlich in der bestehenden Währung machen, riskieren wir damit steigende Preise. Wenn wir aber ein Parallelsystem einführen, das kann bis zu Gutscheinen hingehen. Denken wir wieder an die schöne deutsche Sprache. Warum ist der Gutschein gut? Warum? Weil ein Gutschein lautet auf eine Person und auf ein Gut. Und wenn er eingelöst wird, wird er vernichtet. Da gibt es keinen Umlauf und da gibt es auch keinen Mangel. Ja? Und wenn überbucht wird, dann ist das natürlich Betrug. Ich darf nicht mehr Gutscheine ausgeben, als ich Waren habe. Und die ganze Idee mit Inflation und Deflation kommt nur daher, dass wir keine Gutscheine verwenden, sondern dieses universelle Zahlungsmittel, dass es uns aber erlaubt, Preise zu manipulieren, um uns auf Kosten anderer im Nullsummenspiel zu bereichern. Das kurzfristig natürlich toll sein kann für die, die diesen Vorsprung haben, diesen Wissens- und Technikvorsprung, das langfristig aber in ein Fiasko führt und in der Vergangenheit auch schon in Weltkriegen geendet hat. Das heißt, ich würde hier elektronische Gutscheine verwenden. Es gibt zum Beispiel schon die Möglichkeit, Lernsoftware herunterzuladen auf jeden möglichen PC. Krypto-Anwender, die nennen das Learn to Earn. Und wenn man bestimmte Prüfungen macht, die gar nicht schwer sein müssen, verdient man sich damit Geld. Und das Geld kann man dann auch wieder ausgeben. Und so wie man das mit Wissen macht, kann man das auch mit Gesundheit machen. Wir haben vor meinem Vortrag kurz darüber gesprochen. Jede Dienstleistung funktioniert nur, wenn der Kunde mitmacht. Ein Patient bezahlt aber den Arzt, Schüler bezahlt den Lehrer. Trotzdem erbringen beide eine gemeinsame Leistung. Das heißt, wenn hier wirklich Wissen vermittelt wurde und wirklich die Gesundheit verbessert, dann können wir in Zukunft durch diese Art der Geldschöpfung beide bezahlen, den Arzt und den Patienten, den Lehrer und den Schüler, weil sie auch gemeinsam eine Leistung erbracht haben. Das heißt jetzt etwas weiter gedacht, dass die Bereiche Gesundheit und Bildung nicht mehr in die Zuständigkeit des Finanzministers fallen, denn es sind selbstfinanzierte Bereiche mit einem eigenen Geldkreislauf. Ja, warum? Weil uns gesunde Menschen und Gebildete wertvoller sind als Ungebildete und Kranke. Dafür stellen wir diese Mittel für sie zur Verfügung. Stellen Sie sich mal vor, was das bedeutet, wenn die merken, durch eine gesündere Lebensweise, durch mehr Sport, durch gesündere Ernährung und sonst was, hey, es geht mir nicht nur besser, ich habe damit Geld verdient. Was passiert in einer Gesellschaft, wo man durch Bildung und die Verbesserung der eigenen Gesundheit was verdienen kann? Aber sind das nicht Social Credits? Jede Technik kann ein Werkzeug sein oder eine Waffe. Es hängt immer davon ab, mit welcher Geisteshaltung man das verwendet. Ja? Natürlich ist das ein Social Credit, aber der führt weder zu Knappheit noch zu Erpressung. In unserem alten heutigen Geldsystem mit Mangel- und Nullsummenspiel haben wir nur zwei Möglichkeiten. Die Basis der Pyramide wird erpresst und die Spitze wird bestochen. Ja? Deshalb, wenn die Mittelschichteltern den Kindern sagen, lern brav, damit du später gut verdienst in deinem Job, kann man das übersetzen? Lern brav und pass dich an, denn es fühlt sich besser an, bestochen zu werden, als erpresst. Okay.
Dann habe ich jetzt Gerrit, bitteschön. Gerrit Rui, ja, bitteschön. Vielen Dank, ich bin sehr beeindruckt und auch ein wenig überfordert. Ja. Werkzeug oder Waffe? Ich würde gerne wissen, wie Sie in diesem Zusammenhang das Zentralbankgeld einschätzen. Ja. Ich möchte aber vorher noch eine andere Frage stellen, weil ich so verblüfft war, als Sie gesagt haben, wir leben in der Fülle. Die Waren sind so billig zu produzieren, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dass man eigentlich keinen Preis mehr dran setzen kann. So ist es. Wie verträgt sich das mit die Automobilwirtschaft. Das kostet eine Menge, ein Auto. Ja, aber es gibt keinen Grund dafür, weil die stehen auf Feldern, auf Halde, rosten vor sich hin, um dann als Gebrauchtwagen verkauft zu werden. Die müssen so viel produzieren, weil nicht die Produktionsstraßen, die Roboter und die Fertigungsstraßen so teuer waren in der Anschaffung, dass sie 12 Jahre, 15 Jahre dasselbe Modell produzieren müssen, egal ob es noch jemand will oder nicht, weil sie sich erst dann wieder amortisieren kann. Das ist der Unsinn dieser Investitionstheorie. Ja, damit sind die gefangen. Es gibt eine Gruppe junger Leute, Wikispeed heißt ihre Homepage, die mit 3D-Druckern aus Carbonfasern sich jedes Auto ausdrucken können. Ich muss Sie jetzt vorwarnen, Professor Hörmann, ganz kurz, weil Gerrit Rui, das darf ich wohl sagen, war bei Mercedes-Benz oder bei Daimler im Vorstand für Autoentwicklung unter anderem zuständig. Ja. Deswegen würde ich hier jetzt auch noch eine Bonusfrage geben, was ich sonst nicht mache, weil ich keinen Dialog wünsche. Aber das würde ich jetzt so als ganz spannend empfinden. Auf jeden Fall. Und deswegen würde ich da auch noch einen Nachschlag zubilligen, bevor ich zu Petre wieder überleite. Also, aber ich habe in der Tat auch so dieses eben gedacht, im Zeitalter der Fülle, Lieferkettenengpässe und okay, aber bitte Gerrit und Professor Hörmann. Wollen Sie jetzt noch, bei den Autos kann ich da noch ein bisschen was dazu sagen? Können Sie gerne machen, aber ich meine, die haben ja alle mal was gekostet. Es ist ja mal, sind ja mal Werte dafür gegeben worden. Und ich würde mich nicht in ein von 3D-Drucker geschaffenes Auto setzen. Das hätte sicherlich keinerlei Fahrtkomfort vorzubieten. Aber egal. Sie haben den Sicherheitsstandard der Formel 1. Wir haben die besten Crash-Test-Ergebnisse der ganzen Welt. Vom Material her mag das sein, aber, aber es ist natürlich nicht für die Konstruktion. Und der Rest ist das Design. Das können Sie computergesteuert sich selbst zusammenstellen. Okay. Können wir mal eine Wette drüber eingehen? Nee, da würde ich wirklich... Sie waren bei den Central Bank Digital Currencies, wollten Sie auch noch was wissen. Genau, Zentralbankgeld, da wollte ich nochmal drauf zurückkommen. Nun ja, Zentralbankgeld ist jetzt der letzte Schrei. Es ist vollkommen klar, dass auch die, wie soll ich sagen, the powers to be, sozusagen, verstanden haben, dass die Geschäftsbanken mit ihrer Geldschöpfung unglaublichen Missbrauch getrieben haben. Und da war jetzt eben die Überlegung, wenn wir das jetzt nur noch über die Zentralbanken laufen lassen, also eigentlich eine Vollgeldidee, dann haben wir es eher im Griff. Und wenn das noch dazu elektronisch passiert, dann umso besser. Aber, und das ist jetzt ein großes Aber, die rechtliche Grundlage wissen Sie immer noch nicht, was das sein soll. Denn im heutigen System, wie gesagt, ist auch das Zentralbankgeld ein Schuldschein. Ja? Wenn Sie die Golddeckung wieder einführen, dann würde das funktionieren. Weil dann könnte jeder sozusagen dieses elektronische Geld auch wieder in Gold einlösen. Dann ist es wieder Gold gedeckt. Und darum sage ich ja, das ist offenbar das Ziel bestimmter Gruppen, dass wir auf diese historische Ebene wieder zurückkommen und uns von dort weg wieder in einem rechtlich fundierten Rahmen neu zu entwickeln. Ja? Aber, und das finde ich auch sehr wichtig, das mit den Parallel- und Komplementärwährungen, ich mag nicht das Wort Konkurrenz, das sollte man sich ernsthaft überlegen. Denn das könnte dazu führen, dass wir ganz andere Wirtschaftssysteme im selben geografischen Bereich parallel laufen lassen könnten. Und wenn dem einen sein Lebenskonzept in diesem Wirtschaftssystem nicht gefällt, dann wechselt er einfach in ein anderes, so wie er halt von einem Verein austritt und bei einem anderen eintreten kann. Also bei uns ist ja nur, also Religionen oder auch Wirtschaftssysteme, da ist so viel Ideologie dahinter, dass wir immer in Verdrängungskategorien denken. Ja? Aber wenn ich zum Beispiel sage, bin ich in einem Kartenverein oder in einem Kegelverein, da wird man nicht an Verdrängung denken, obwohl man auch nur ein bestimmtes Budget an Freizeit hat. Ganz klar, aber das lässt man friedlich nebeneinander bestehen. Warum eigentlich nicht Wirtschaftssysteme und unterschiedliche Währungssysteme? Ja? Ich hab das jetzt. Jetzt haben wir immer mit Petra weiter, dann Daniel dort. Oder möchtest du kurz, weil bitte schön. Ganz kurz. Ja. Ich glaube, dass eine Grundannahme bei Ihnen die gleiche ist wie die Sozialisten. Wenn der Mensch anders wäre, als er ist, dann wäre die Welt ganz fabelhaft und alles wäre ganz toll. Aber der Mensch ist eben nicht so und daran scheitert jede Form des Sozialismus oder Kommunismus, weil der Mensch eben einfach so nicht ist. Und der denkt in Wettbewerb und in Konkurrenz und in Überbieten und in diesen Kategorien. Deswegen halte ich das sozusagen für so einen philosophischen Beitrag, der irgendwie nett ist, aber ich glaube nicht realistisch. Also die Pädagogen wissen, dass Kinder noch vor der Grundschule
kooperieren und nicht konkurrieren. Erst ab dem Zeitpunkt, wo das Notensystem eingesetzt wird, entsteht die Konkurrenz. Ja, das ist dann die Frage, woran man sich in der Familie orientiert hat. Aber ich würde, so spannend das ist, also ich verspreche, an der Stelle könnten wir nochmal einen zweiten Teil mit Professor Hörmann machen, weil wir uns hier tatsächlich, ich habe das exakt dasselbe und ich benutze das Wort dasselbe gedacht, was eben Beatrix gesagt hat, aber wir würden uns natürlich jetzt auf eine andere Ebene begeben, weil man könnte ja fast sagen, das wäre dann das Vertreten, was gar nicht schlimm ist. Ja. Weil ich finde, das soll ja auch sein, dass wir uns intellektuell hier mal auf einem anderen Niveau von dem Alltäglichen abheben, das eben sagt, was wäre denn jetzt das Gesellschaftssystem und dann der Mensch der Zukunft mit seinen Verhaltensweisen, die wir ja dann irgendwann ab dem zweiten, dritten Lebensjahr, vielleicht auch schon früher, kognitiv, wie auch dann durch Wissensvermittlung in der Schule lernen. Aber darüber habe ich mir den Kopf zerbrochen. Wir müssen heute beim Geld bleiben. Und ich sehe schon wieder, ich bin ja immer der böse Zeitmeister auch. Die Zeit rennt, weil es so spannend ist. Also ich habe jetzt erstmal Petra und dann mache ich von mir aus auf der linken Seite weiter. Petra, bitteschön, du hast das Wort für deine Frage. Ja, danke. Ich sehe, wir sind hier schon im Streitgespräch. Ja, deswegen würde ich auch eine Ihrer Thesen anzweifeln wollen, weil Sie haben gesagt, Gold wäre eins der am meisten verbreiteten Metalle nach einigen Geologen. In der Erdkruste. Und in der Erdkruste. Ja, nun, das mag stimmen, aber auf der anderen Seite, das ist nicht so gekommen, dass jemand Gold versteckt hätte oder sowas, sondern es ist einfach in kleinen Mengen förderbar. Mag sein, dass es irgendwo in der Erdkruste vorhanden ist, aber faktisch war es über Jahrhunderte, Jahrtausende einfach ein Mangelmetall und deswegen hat das die Werthaltigkeit. Bei uns in Südamerika ja nicht. Na gut, okay, dann haben wir das geklärt. Aber ich habe jetzt eine Frage. Nochmal, genau. Heute also können wir synthetisieren. Nochmal zurück zur Abschaffung des Bargeldes, denn das ist das, was auch viele unserer Wähler, viele Bürger bewegt, dass man die Angst vor der Abschaffung des Bargeldes. Und ich möchte einem Narrativ hier entgegentreten. Es wird nämlich gesagt, ja, das Bargeld, das ist doch das Zahlungsmittel der organisierten Kriminalität, ja. Und jetzt habe ich gerade Kai, vorher er ist im Untersuchungsausschuss Wirecard gewesen, habe ihn noch schnell gefragt, um welche Summen ging es da? Ja? Und da sagt er, 20 Milliarden Schaden, ja, alleine fast 2 Milliarden Treuhandgelder verschwunden. Ja, verschwunden. Also das sind Beträge, ich würde sagen, kann man die These vertreten, dass mit Bargeld, wenn überhaupt, dann so Kleinkriminalität abgewickelt wird, aber die wirklich substanziellen großen Betrügereien natürlich in Giralgeld ab. Ich möchte in dem Zusammenhang erwähnen, einen Sonderberichtsausschuss, damals der Grünen, Untersuchungsausschuss der Hyporil Estate zur Übernahme der Depfer. Die Depfer wurde damals, als sie schon in Schieflage war, nach Irland verlagert, weil dort die schwächste Bankenaufsicht war. Und da gibt es einen Bericht, unmittelbar vor der Übernahme durch die Hyporil Estate, steht in dem Bericht, dass die Depfer sogar in Irland die Bargeld-, die Liquiditätsvorschriften nur erfüllen konnte, weil sie wissentlich oder unwissentlich einen Betrag von 50 Milliarden Euro doppelt ausgewiesen hat. Okay? Und deshalb sage ich ja, es ist immer die Frage, wer für die Geldschöpfung und für die Buchhaltung zuständig ist. Es gibt ja einen schönen Spruch, gib mir die Macht der Geldschöpfung und es ist mir egal, wer die Gesetze schreibt. Und ich habe auf meiner Homepage das umgedreht. Wenn man weiß, es geht um Buchhaltung, habe ich dann geschrieben, gib mir die Macht der Gesetzgebung und es ist mir egal, wer das Geld verbucht. Es ist eben wirklich die Frage unserer Werte. Stellen wir jetzt das knappe Gut mit seinem Knappheitswert in den Mittelpunkt und wollen das haben und anderen wegnehmen? Oder wollen wir in einem Kommunikationsnetz möglichst gut und kooperativ gemeinsam leben? Im Bewusstsein, dass wir genügend Ressourcen haben, dass alle gemeinsam gut leben können. Dann sind wir aber wieder bei der Symmetrie, Symmetrie von Information und Wissen. Also das Kerngeschäft dessen, was Sie beim Tausch ja auch, aber auch an der Börse. Richtig, Und warum es viele Abhandlungen gibt zu Entscheidungen unter Unsicherheit oder Sicherheit, wie kalkulierst. Aber jetzt mache ich, also spannend, also wir schlagen hier locker Precht, weil hier ist nicht warme Luft, sondern hier ist wirklich Synthesen, die aufgestellt werden. Und ich mache jetzt zu meiner Linken weiter, bitte.
Ja, danke vielmals. Herr Professor, ja. Sie haben, ich freue mich sehr, ich komme aus Wien auch, oh. Und freue mich sehr, wenn jemand da ist, der so schön spricht. Oh, und, vielen Dank. Also, wir beide, wollte ich sagen. Ich wollte kurz zurückkommen auf ein Thema, das Sie ganz am Anfang gestreift haben. Und zwar, Sie haben gesagt, letztendlich sind Bilanzen sinnlos und wertlos. Ja. Das interessiert mich persönlich auch, weil ich habe schon viel unter Bilanzrecht und so gelitten. ich kann es nur deswegen nicht ganz nachvollziehen, weil... wenn ich Sie richtig verstanden habe, sagen Sie, weil jeder diese Information hat, weil zu einem bestimmten Stichtag X werden die veröffentlicht, deswegen ist das, macht das keinen Sinn. Richtig. Ja? Jetzt aber quasi meine Gegenthese, wenn ich einem Unternehmen Geld als Bank verleihen möchte, dann interessiert es mich vielleicht schon, welche Assets hat der, welche Verbindlichkeiten hat der und so weiter. Jetzt schaue ich mir die Bilanz an, ist doch was Schönes, da steht dann auch drinnen, dann ist es mir egal, ob das meine Konkurrenz auch weiß. Ich will es ja für mich selber wissen, sonst kann ich ja das Risiko nicht beurteilen. Und wenn Sie sagen, okay, und die Bewertungsregeln sind teilweise schwachsinnig und da bin ich ja 100-mal bei Ihnen, und dass man bestimmte Wertpapiere nicht abwerten muss und so weiter, aber kann man dann nicht vielleicht sagen, okay, die Regeln sind vielleicht schlecht, dann macht man halt bessere Macht, aber wieso sind die Bilanzen per se unsinnig? Das kann man begründen, und zwar gibt es da einen mathematischen Beweis dafür. Heinz von Förster, der mit Norbert Wiener die Kybernetik begründet hat, hat das Modell der nicht-trivialen Maschine entwickelt. Das sind eigentlich mathematische Gleichungen. Eine triviale Maschine ist eine Formel y gleich kx plus d. Und ich kann das y beobachten und ich kann das x beobachten. Ich habe also hier Punkte in einem Millimeterpapier und kann aus dem Verlauf mit k und d dann rückrechnen. Ja, ich kann also hier eine Funktion anschmiegen, nach der Methode der kleinsten Abweichungsquadrate, was auch immer. Das ist die triviale Maschine, und wenn so ein System funktioniert, dann kann ich sowohl Kausalzusammenhänge herstellen, als auch Prognosen machen. Bitte Vorsicht, immer nur im gemessenen Bereich. Interpolieren, nicht extrapolieren, das muss man auch dazu sagen. Jetzt gibt es aber auch Modellansätze, und das ist eine nicht triviale Maschine, und das ist gemein. Da habe ich nicht die Formel y ist kx plus d, sondern y ist kx plus zt. Und das zt ist eine verborgene Variable in einer Blackbox und zusätzlich abhängig von ihrem eigenen Wert in der Vorperiode. Zt ist eine Funktion von zt minus 1. Das heißt, ich habe in der Blackbox eine verborgene Geschichte, die mir als Außensteher nicht einsehbar ist, wovon aber der Wert von y abhängt. Ich sehe immer nur das x und das y. Und damit die verborgene Geschichte im Hintergrund nicht zugänglich ist, kann ich weder Kausalität belegen noch Prognosen machen. Das lässt sich ganz einfach mathematisch erschließen. Man muss nur Zahlen in ein Excel-Sheet einsetzen. Und ich habe mir dann überlegt, passt das zum Rechnungswesen, zur Bilanz dieser Modelltyp? Und ich bin drauf gekommen, selbstverständlich passt er. Denn in jedem größeren Unternehmen habe ich auch ein sogenanntes internes Rechnungswesen. Das ist die Kostenrechnung, Investitionsplan, Finanzplan, alles das. Und das sind Zahlenwerke, wo auch immer jeder Anfangswert vom Wert der Vorperiode abhängig ist, weil die haben ja Budgets und an denen sich auch die Geschäftsführung orientiert. Trotzdem wird sie aber nicht an den Kapitalmarkt berichtet. Das heißt, sie sind eine Blackbox für den Kapitalmarkt. Und damit habe ich bewiesen, dass die Bilanz ein Anwendungsfall der nicht-trivialen Maschine von Heinz von Förster ist. Und das ist mathematisch gesprochen die Vernichtung des Informationsnutzens von Bilanzen. Solange ein Unternehmen auch ein internes Rechnungswesen hat und sich daran orientiert, ist die Bilanz wertlos, weil der Außenstehende genau das nicht sieht. Und natürlich in einer Konkurrenzsituation... Da darf ich ganz kurz, ich habe auch Daniel, aber das unterstreicht, jetzt muss ich doch mal mit diesem Heimspiel kommen, das hat mich umgetrieben, die Rolle von EY bei Wirecard. Und sich zu fragen, warum wir hatten Cashburn ab 2015-16, Jaffee saß auch vor uns und sagt, naja, seit 2015, 16 haben die kein Geld mehr verdient. Und wir natürlich auch alle im Untersuchungsausschuss saßen und uns gefragt haben, wieso? Das ist die eine Frage, hat das EY nicht gemerkt? Ich bin bei Ihnen, ZT ist tatsächlich dieses interne Rechnungswesen. Das ist eine interessante These, das mal in eine Formel und dann in eine Blackbox zu passen. Aber dann haben wir ja noch einen zweiten Spieler, nämlich die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Das treibt mich gerade um, die großen vier. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, es gibt ein wunderbares Buch, Called to Account, von einem Herrn Kleikmann, Untertitel 14 Financial Frauds,
that shaped the American accounting profession. Mhm. Das heißt, es gab immer einen Großbetrug mit hunderten Millionen Schadensfall für die Investoren und dann haben die Wirtschaftsprüfer ihre Regeln ein kleines bisschen angepasst. Und sie haben nie vorausgedacht, um in der Zukunft Betrügereien zu verhindern. Das geht auch gar nicht. Das geht auch gar nicht, weil der Wirtschaftsprüfer in der Regel das Geschäftsmodell seines Klienten nicht vollständig versteht. Genau. Nach amerikanischem Recht dürfte er da das Prüfungsmandat gar nicht annehmen. Das ist ein Grundsatz der amerikanischen Wirtschaftsprüfung. Wenn er das Geschäftsmodell nicht versteht, darf er es nicht annehmen. Jetzt fragen wir uns bei EY, haben die Wirecard das Geschäftsmodell wirklich verstanden? Wussten die überhaupt, was da gemacht wird? Also Frau Professor Köhler wird Ihnen ja dann bekannt sein, für mich so eine Päpstin aus Duisburg, zu Bilanzen eben sagte, wörtlich auf die Einlassung eines Kollegen, naja, wir brauchen schon 2-3 Jahre, um so ein Unternehmen kennenzulernen. Und da habe ich dann zugesagt, naja, das heißt 2-3 Jahre ist der Wirtschaftsprüfer dann bei einem Unternehmen, ist man im Blindflug unterwegs. Also, aber gut, ich glaube, wir sollten uns danach... Der Wirtschaftsprüfer erhält ja die Unterlagen aus dem Rechnungswesen des zu prüfenden Unternehmens. Ein wesentlicher Schwachpunkt. Und er wird vom Vorstand des Unternehmens auch noch bezahlt. Ich stelle oft scherzend die Frage, ja, was glaubt ihr, meine lieben Studenten, welche Noten ihr all hättet, wenn ihr mich direkt bezahlen würdet? Es ist auch so. Ja? Schauen wir doch einmal nach, wie viele Testate werden denn verweigert? Ich kenne persönlich einen jetzt schon in Pension befindlichen Wirtschaftsprüfer in Österreich, der hat einmal ein Testat verweigert. Der hat ein Disziplinarverfahren von der österreichischen Kammer bekommen. Ja, mit dem Zusatz, in Österreich werden keine Testate verweigert. Ein Kollege hat das sofort hergegeben, das Testat. Das Unternehmen ist in wenigen Monaten insolvent geworden. Dem Kollegen ist nichts passiert, aber er hatte immer noch sein Verfahren. Aber das ist ein interessanter Punkt. Sie haben vorhin gesagt, alle diese Banken, die da pleite gegangen sind, hatten, ich zitiere, uneingeschränkt geprüfte Bilanzen. Richtig. Also was ist jetzt die Haftung dieser Wirtschaftsprüfer? Warum werden die nie zur Verantwortung gezogen? Das ist eine sakrosankte Branche und ich muss dazu sagen, ich weiß inzwischen auch, die Prüfungsfirmen in Amerika sind die größten Sponsoren der amerikanischen Präsidentenwahlen und zwar auf beiden Seiten. Okay? Das hat damit wahrscheinlich auch zu tun. Und Sie haben ja mehrere Aufgaben. Sie machen nicht nur das, sondern Sie machen die Unternehmensberatung. Richtig. Sie schreiben über andere Agenturen, Rechtsanwaltskanzleien, die Gesetze. Ja, genau. Also richtig. Freshfields und Partner. Ganz, ich wollte den Namen nicht sagen, okay, aber Freshfields. Also ich hoffe, Dr. Tonker hört jetzt nicht mit. Der war ja als Finanzstaatssekretär lange bei Freshfields. Ja. Aber jetzt machen wir erstmal weiter. Und ich glaube, das schreit schon nach Fortsetzung demnächst mal. Bitte schön, Daniel als Nächster. Kurze Vorbemerkung, ich hatte in der Uni gelernt, dass beim internen Rechnungswesen kann man subjektiv machen, was man will, faktisch. Ja. Verschiedene Kostenbegriffe anwenden und so weiter. Das ist nur für die interne Informationsbildung. Ja. Während das Schöne am externen Rechnungswesen ist, dass es allgemeine Regeln gibt, an die sie alle zu halten haben. Ja. Und wenn da halt nicht schlechte Regeln aufgestellt werden oder betrügerisch damit umgegangen wird, es durchaus einen Informationswert hat, und zwar den Ressourcenverbrauchsaspekt zu betrachten, wird mehr Wert geschaffen, als verbraucht wird. Also als ein Punkt, die Frage ist, ob Ihre Antibilanztheorie dann tatsächlich zieht. Und vor dem Hintergrund noch die Frage, Sie haben ja gesagt, der symmetrische Tausch. Ja. Also das Nullsummenspiel führt zu Unehrlichkeit, Gewalt und so weiter. Also wenn symmetrischer Tausch ist, ich gebe was für 100 und kriege was für 100 im Wert. Ja. Und Sie sagen, es wäre besser für 100 zu geben und für 120 zu bekommen, oder? Geld zu schöpfen und Geld zu vernichten in unterschiedlichen Betragshöhen. Der Leistende erhält Geld geschöpft in einem Betrag, den er im Vorhinein weiß, wie seine Leistung vergütet wird. Und nur in Mangelsituationen wird dem Konsumenten Geld vernichtet. Denn auf der Konsumentenseite hat ein Preis nur eine Funktion. Zu knappe Angebote auf zu große Nachfragen zu verteilen. Das heißt, immer dann, wenn der Bedarf gedeckt wird, brauchen wir keinen Kundenpreis und der kann gratis konsumieren. Aber zu Ihrem Vergleich internes, externes Rechnungswesen. Selbstverständlich kann ich im internen Rechnungswesen bewerten, wie ich will, aber da ja eine der wesentlichen Funktionen die interne Preissetzung ist, ja, bei der Kostenrechnung beispielsweise, das hatten wir eine Zeit lang, insbesondere in Deutschland, da hatte ja die deutsche Industrie die Nase vorn durch die Prozesskostenrechnung. Ja. Eine gute Kostenrechnung, ja, die besser ist als die Kostenrechnung der Konkurrenz, kann am Markt zu einer Waffe werden, ja, weil ich kann die anderen aus dem Markt kalkulieren, ich kann immer billiger sein. In Amerika war eine Vorstufe von dem Activity-Based Costing zum Beispiel. Ja. Das heißt, wenn jetzt jemand in der internen Rechnungswesen sich selbst bescheißt, ja, was ist der Effekt?
Er wird sich aus dem Markt kalkulieren, er wird das selbst spüren. Aber beim Publizieren nach außen, wenn der Wirtschaftsprüfer mitspielt, dann holt er sich nur immer mehr Aktionäre ins Boot. Also da riskiert er eigentlich gar nichts. Wenn der Wirtschaftsprüfer mitmacht, ist das immer eine gute Geschichte. Und wir wissen ja, in Amerika war ja das beste Spiel immer die Unternehmensgründung und dann sofort der Verkauf nach dem IPO. Und die Kleinanleger, die dann gekauft haben, das waren dann oft die Betrogenen. Weil da hat man im Vorfeld schon den Wirtschaftsjournalisten junge Aktienpakete zukommen lassen. Die haben in der Presse das dann hochgejubelt, das Papier. Dann wurde das Material verknappt bei der Erstausgabe. Und da gibt es weltweite Statistiken. Also so die ersten Wochen nach Börseneinführung, da hat man 100% Gewinne machen können. Ja, aber nur auf diese Art und Weise. Und das zeigt uns natürlich, dass das langfristig dann wieder zu einem Pyramidenspiel wird. Ja, bitte. Noch eine folgende, dann, genau. Okay, dann habe ich danach noch Beatrix und dann Ingbert. Also Sie haben ja auf Ihre Internetseite hingewiesen, da kann man sich ja schon ein bisschen vorinformieren. Und da gibt es ja das Informationsgeldsystem, was Sie preisen. Ja. Wie soll das funktionieren nach Ihrer Ansicht und welche Prämissen liegen ihm zugrunde? Beim Informationsgeldsystem ist die Zielsetzung, in eine Leistungsgesellschaft zu kommen. Das heißt, Menschen, die für sich und für andere etwas Sinnvolles, Förderliches tun, die werden durch Geldschöpfung belohnt. Und das geht zum Beispiel auch ohne, dass ich einen Geschäftspartner habe. Ich muss dazu gar nichts verkaufen. Beispielsweise, wenn ich an meiner eigenen Gesundheit arbeite und dies nachweislich verbessere, kann ich damit Geld verdienen. Ich bin ja mit auch ein wertvolleres Mitglied meiner Gemeinschaft. Ich bin vielleicht dann später mal kein Pflegefall, ja, sondern kann länger aktiv sein. Ja, also das hat alles Vorteile. Auch wenn ich meine Bildung erhöhe, ja, wenn ich ein gebildeter Mensch bin, ja, da habe ich auch eine größere Perspektive, dann bin ich in der Regel, ich nehme mal an, auch oft weniger gewalttätig, ich bin vielleicht auch toleranter, wenn ich gebildet bin, ja, und Ähnliches. Das heißt, auch ein Wert für die Gemeinschaft. Und diese Werte für die Gemeinschaft, die könnte man als positiven Geldbetrag aufs Konto stellen, also nicht wieder als Verbindlichkeit. Und daraus könnte dann eben eine zweite parallele Wirtschaftsstruktur entstehen, die dafür sorgt, dass im bisherigen Wirtschaftssystem nicht die Preise ruiniert werden, wenn wir dann in irgendeinem Bereich in die Fülle kommen. Dann als nächstes Beatrix, bitteschön. Das war schon ein Gedanke, den ich bei vorherigen Ausführungen bei Ihnen hatte und er hat sich jetzt doch nochmal deutlich verstärkt. Ich habe den Eindruck, dass die Frage der Wertzumessung bei Ihnen absolutiert wird. Also es gäbe es einen objektiven Wert. Was hat diese Flasche Wasser für einen Wert, wenn ich Ihnen die jetzt verkaufe? Sie würden sagen, im Moment wahrscheinlich wenig, weil Sie haben 6 Flaschen da stehen und gar keinen Durst. Aber wenn Sie in der Wüste sind, seit 4 Tagen nichts zu trinken gehabt haben und ich halte Ihnen die Flasche Wasser vor, hat sie plötzlich einen ganz anderen Wert. Dann erpressen Sie mich damit. Dann sind Sie in der Erpressung. Wert und Preis. Nee, ja, also dann sind Sie in der Erpressung. Dann streichen wir das Beispiel. Nein, ich möchte ein Gegenbeispiel bringen. Wenn ich in die Wüste gehe, habe ich eine Kunststoffplane und sammle das Tauwasser in der Nacht. Ja. Machen wir ein anderes Beispiel, vielleicht kommen wir da zusammen. Bildung hat einen Wert. Ja. Also darüber streiten wir den ganzen Tag da drüben in dem Haus immer wieder gerne. Es gibt ja Leute, die der Meinung sind, dass sozusagen Gender Studies einen Wert haben. Da sagen die, der hat einen hohen positiven Wert und wir sagen, das hat einen hohen negativen Wert. Das ist nämlich Verblödung und nicht Bildung. Das heißt, das ist ein subjektiver Wertemaßstab, den Sie vielleicht bei dem Wasser nicht, aber bei vielen anderen Sachen doch ansetzen können. Das heißt, es gibt nicht den objektiven Wert, sondern das ist, was hat die Sache für mich für einen Wert jetzt? Und irgendjemand möchte jetzt einen großen Schokoladenkuchen haben. Ich möchte jetzt keinen großen Schokoladenkuchen halten. Ich hätte jetzt lieber ein Steak. Also das ist eine ganz subjektive Wertzumessung. Ja. Und das funktioniert dann nicht, wenn ich sage, durch Wertschöpfung kann ich Geld kreieren. In der Gemeinschaft. Ich kann mich ja dann in der Gemeinschaft an Gruppen orientieren, die eine bestimmte Wertvorstellung haben und für bestimmte Leistungen bestimmtes Geld schöpfen. Und wenn das nicht meine Einstellung ist, gehe ich zu einer anderen Gruppe, ja, die Geld für andere Werte schöpfen. Das ist ja dann das Schöne, dass man hier nicht gebunden ist. Und man muss auch nicht andere dominieren mit einer einzig wahren Wertvorstellung, so wie früher in der Religion. Right? Sondern man lässt mehrere unterschiedliche Meinungen zu, in verschiedenen parallelen Systemen, die auch miteinander befreundet sein können, voneinander lernen können. Das wäre das Schönste. Ich habe jetzt auf meiner Liste, ich habe mich auch mal dazu gesetzt, also ich habe als nächstes den Ingbert, dann habe ich mich, dann habe ich Gerrit und dann habe ich nochmal den Daniel. Aber mache ich da weiter, bitteschön.
Vielen Dank, Kai. Herr Professor Hörmann, weil Sie ja auch sich mit Rechnungswesen beschäftigen, meine Frage geht aus meiner Sicht jetzt mehr mal in so eine politpraktische Richtung, wo ich gerne auch Honig draus sauge aus Ihrer Kompetenz. Und zwar deuteten Sie ja schon an, diesen Bereich Wirtschaftsprüfung, Rechnungslegung. Sie verwiesen ja kurz mal auf die USA, dass da die Anforderungen Rechnungsprüfer zumindest in dem genannten Bereich etwas strenger sind. Wir hatten ja in Deutschland auch dieses Rotationsverfahren, erst relativ spät eingeführt, aus meiner Sicht auch noch nicht ausreichend, wobei wir irgendwo ja an Grenzen wegen des begrenzten Marktes sicher stoßen. Sie landen ja die wenigen großen Prüfungsgesellschaften, gerade wenn man in den Bereich Konzernrechnungslegen, Rechnungswesen reinschaut. Was ich jetzt aber eigentlich da noch wissen will, die Steuerbilanz und die handelsbilanzrechtlichen Vorschriften. Also wir haben ja einmal im HGB, ich denke mal in Österreich ist das ja ähnlich, da berücksichtigt man ja auch so ein bisschen den Schutzbereich des Kaufmanns, indem man das Vorsichtsprinzip traditionell eben rechtshistorisch sehr stark bemüht hat über Bilanzrechtsmodernisierungsgesetze und so weiter, diffundiert ja auch immer mehr dieser im amerikanischen heißt es ja True and Fair Value Gedanke rein. True and Fair View. Fair Value ist genau, Fair View. Und wir haben ja in Deutschland schon lange die These unter Steuerrechtlern, dass sich über diesen Maßgeblichkeitsgrundsatz in § 5 Einkommensteuergesetz ja sowieso der wahrere Blick über die Steuerbilanz eröffnet, weil jedenfalls sagen das die Steuerbilanzrechtler, da muss man sich auch unterscheiden. Aber meine Frage jetzt eigentlich ist oder lautet, wenn wir wieder in den amerikanischen oder angloamerikanischen Buchungskreis da auch gucken, es schwappt ja rüber IRS, IFRS und mittlerweile die deutschen Wirtschaftsprüfer, die haben sich da ja so rangeschmiegt, die haben ja das Deutsche Institut für Wirtschaftsprüfer, die bilden ja entsprechende Regelungen nach. Da sehe ich jetzt aber die Frage, würde das die Chance, sage ich mal, auch für den Fiskus eröffnen und auch für Gläubiger etc. pp. Über diese Übernahme dieser amerikanischen Standards tatsächlich noch mehr den wahren Wert und die wahre Ertragslage zu eröffnen? Das ist erster Teil der Frage. Und zweiter Teil, sehen Sie das da genauso kritisch wie ich? Der Nachteil, den ich da sehe, ist, erstmal bekommt man dann unheimlich lange Regelungen, wenn man sich mal so ein IAS anguckt, im Vergleich eben zu, sage ich mal, der römisch-rechtlich geprägten kurz- und knackigen Rechtspraxis. Und zum Zweiten, ja, man gibt nach der angloamerikanischen Praxis ja die Rechtsetzung quasi in die Hände, in außerstaatliche Hände. Ja. Also was ja nach meiner Sicht rechtsstaatliche Probleme mit sich brächte. Wenn Sie da kurz mal ein paar Hinweise hätten, weil gerne. Die Frage ist ja, könnten wir sowas nachbilden politisch? Machte das Sinn oder nein, nicht? Nein, ich würde es nicht empfehlen und zwar auch aus einem ganz einfachen Grund. Die Rechnungslegung hat in den Vereinigten Staaten und in Mitteleuropa eine völlig andere Geschichte und damit auch andere Ansprüche. In Österreich und Deutschland waren die Unternehmen immer zu einem großen Teil auch fremdfinanziert über Banken. Deswegen auch das Gläubigerschutz und das Vorsichtsprinzip in den Bilanzen. Und in der Tat, die IFRS, die heutigen internationalen Regeln, die können auch auf eine deutsche und auf eine angelsächsische Art und Weise interpretiert werden. Und das ist witzig, denn wir haben zwar eine Regel dort stehen, aber je nachdem, wie ich sie interpretiere, habe ich dann unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten. In den Vereinigten Staaten ist das so nicht. Da ist die Eigenfinanzierung dominant und damit hat dort die Bilanzierung in der Regel nur die Funktion der Information. Und da muss ich aber eines dazu sagen. Ich habe das einmal recherchiert, das ist schon viele Jahre her, und mir sind über 12 Begriffe, englische Begriffe, auf die bin ich gestoßen, die alle das Gleiche bedeuten, nämlich Betrügen mit der Buchhaltung, Financial Shenanigans, The Earnings Game, The Numbers Game, Cooking the Books. Ja? Also es waren über 12 damals. Das heißt, es ist Teil der amerikanischen Kultur, mit der Rechnungslegung zu betrügen. Das heißt dann nämlich, man ist intelligent. Und der Fair Value, vielleicht können Sie sich ja noch erinnern an diese Initiative gegen den Fair Value. Ja, da haben der Wirtschaftsprüfer und einer der Wirtschaftsweisen hier in Deutschland sind aufgestanden, hat eine Riesenkonferenz gegen den Fair Value. Warum? Der Fair Value oder Marktwert ist nichts anderes, als im deutschen Recht seinerzeit der gemeine Wert war. Und der gemeine Wert wurde aufgegeben, weil er massenweise zu Gründungsbetrug geführt hat. Und es gibt auf der Homepage für meine Studenten ein Buch von einem Herrn Gerard Zack, ja, der zeigt, über 75 Möglichkeiten mit dem Fair-Value-Bewertungsmodell Anleger zu betrügen.
und der das Buch nur deshalb geschrieben, damit sie sich davor schützen können, trotz testierter Bilanzen. Ja? Also das ist die bittere Wahrheit. Viele dieser Regeln, weil es gipfelt, die internationale Rechnungslegung gipfelt darin, die Vorstände können sich eigentlich aussuchen, was sie wie bilanzieren wollen. Ja, das Lustigste dabei ist die sogenannte Cash Generating Unit. Ja, in die Cash Generating Unit, die dann eher nach der Unternehmensbewertung, also als Barwertmodell funktioniert, kann ich Zahlungsströme einfach irgendetwas zuweisen, einer Produktgruppe, einer lokalen Niederlassung, ja, einer Rechtsform, wie ich will. Der Clou ist aber, dass das in Wirklichkeit schon beim Anlagevermögen nicht funktioniert. Ja, wir hatten also einen Professor bei unserer Wirtschaftsuniversität, der hat sich habilitiert mit seiner Theorie der kapitaltheoretischen Bilanz. Und der wollte die Investitionstheorie und die Stichtagsbewertung der Bilanzen miteinander verheiraten, indem er gesagt hat, ich müsste eigentlich immer den Barwert für die Bilanzpositionen bilanzieren. Nicht? Und woran ist er gescheitert? Dass natürlich die zukünftigen Cashflows durch Umsätze erzeugt werden. Das heißt, ich kann solche Cashflows Umlaufvermögen zuweisen, weil ich das ja verkaufen will, aber keinem Anlagevermögen. Ich kann Anlagevermögen nicht eindeutig einen Cashflow zuweisen. Ja? Denn wenn ich das täte, dann nehme ich in gewissermaßen dem Umlaufvermögen weg, das ich ja in Wirklichkeit verkaufen will. Ja? Also es kann nicht funktionieren, ist aber kein Grund, dass es nicht in der internationalen Rechnungslegung dennoch gemacht wird. Ja, also, und es gab noch in den späten 70er und frühen 80er Jahren die finanzplanorientierte Rechnungswesen-Ansatz im deutschen Sprachraum. Da haben ein paar wirklich sehr intelligente Betriebswirte gesagt, anstelle am Stichtag zu bewerten, was immer falsch ist. Nicht Schmalenbach hatte dann gesagt, was wollen wir denn eigentlich? Wollen wir eine statische oder eine dynamische Bilanz? Das heißt, wollen wir zum Stichtag Schuldenvermögen gegenüberstellen oder wollen wir im richtigen Zeitraum den Gewinn oder den Verlust ermitteln? Und beides verlangt unterschiedliche Bewertungsgrundsätze. Das haben die der internationalen Rechnungslegung, die Vertreter, bis heute nicht begriffen. Ja, die reden davon, wer diese Regeln anwendet, der schafft es beides, die stichtagsrichtigen Vermögen und Schulden und den periodenrichtigen Gewinn. Das heißt, dass wir einen Schmalenbach haben, das hat sich dort gar nicht rumgesprochen, weil so weit sind die der Wissenschaft nie vorgedrungen. Für die ist immer das Rechnungslegungskonzept das Bessere, das dem Eigentümer größere Entnahmen zusichert. Das ist leider Gottes die bittere Wahrheit. Dann machen wir. Wenn das mit Mikro, nicht, aber mal jetzt hier in der Runde erstmal weiter. Ein viel, viel höheres Betrugspotenzial, siehe Scherazak. Ja. Also Sie sehen auch hier eine ganze Menge noch an Literaturempfehlungen, vielleicht, dass wir da im Nachgang ein paar auch zusammenstellen, wenn aber Sie jetzt natürlich sagen, da möchten wir im Selbststudium vertiefen. Ich habe jetzt meine Wenigkeit, dann Gerrit Huy, dann Daniel Hoffmann und dann Petre. Ich würde noch mal zurückkommen, ein bisschen provokant, obwohl ich nicht hinter der These stehe, die ich jetzt aufstelle zu dem Titel. Könnte die Schwäche, Fragezeichen, bei uns werden wahrscheinlich in der Partei die meisten lachen, also könnte die Schwäche des Euros tatsächlich auch aus Ihrer Sicht dann am Ende des Tages sowohl argumentativ, vielleicht auch aus einer wissenschaftlichen Logik heraus, mit einer guten Argumentation zum Ende des Bargelds führen, was ich mir persönlich nicht wünsche. Und jetzt kommt so ein bisschen das Provokante an der These und dem, was ich heute von Ihnen gelernt habe, auch mitnehme. Könnte der Euro aus Ihrer Sicht nicht vielleicht doch tatsächlich sogar eine Art Social Credit und fair sein, weil die reichen Nordländer über den Ankauf von Schuldanleihen zu einem Austausch führen und damit einen Krieg verhindern und beispielsweise den Ländern, die schöne Sonne bieten und vielleicht gute Gerichte kochen, das weiter ermöglichen, während im Norden eben etwas deftiger gegessen wird, ganz steil formuliert, die aber vielleicht im Maschinenbau etwas besser werden und wir sozusagen zu einem Social Equalizing kämen. Also könnte man dann aus Ihrer Sicht der Dinge, wie gesagt, steile These, jetzt nicht gleich im Netz kollabieren, weil ich bin weiter gegen den Euro. Könnte der Euro also auf Ihrem Thesengerüst eine Art faires Social Credit System sogar sein? Also rein als These. Ja, wie gesagt, könnte es jetzt, andererseits, wenn Sie jetzt sagen, nein, die Schwäche des Euros allgemein, vielleicht dann zum Verlust, und ich glaube, das spreche ich jetzt mal für meine Partei und auch für mein Grundgerüst aus, ich würde es eben tragisch finden. Also vielleicht auch noch im Nachgang in die Klammer gesetzt die Frage, sind Sie eigentlich doch auch für Bargeld? Weil ich höre mal raus, dass Sie zwei Systeme so nebeneinander im Parallellauf haben, was Sie eben einmal mit dem Arzt charakterisiert haben und denjenigen, der was für seine Gesundheit tut, mit Bildung.
aber auf der anderen Seite vielleicht doch die Seite, die wir brauchen, als Fortschritt für die Menschheit voranzukommen, dieser Impetus, dieser Antrieb zu sagen, ich bin besser, deswegen finden ja alle irgendwie Fußball, Leistungssport, Wettkämpfe, Handball, Eishockey so gut. Also, dass man die nebeneinander stehen lässt. Was wären da Ihre Aussagen? Also erstens, was den Euro betrifft, so war seine Einführung, denke ich, keine gute Idee. Es gibt ein Buch von einem Herrn Stephen Zalenga geschrieben, 1999 erschienen, anlässlich der Euro-Einführung. Und das ist der Leiter eines Geldmuseums in Amerika. Und er warnt die Europäer vor dem gleichen Fehler, den die Amerikaner mit der Federal Reserve gemacht haben. Nämlich eine Zentralbank, die im Privateigentum steht, mit der Geldschöpfung zu beauftragen. Ein Staat, der sich nur in der eigenen Währung verschuldet, hat in Wirklichkeit nie ein Problem und kann auch nicht pleite gehen, weil er kann die Schuldscheine jederzeit wieder remonetarisieren und daraus wieder Geld schöpfen, solange es seine eigene Währung ist. Die Euro-Staaten wurden aber gezwungen, sich in Fremdwährung zu verschulden, nämlich im Euro. Und die EZB ist sakrosankt und steht außerhalb der politischen Bereiche der Euro-Mitgliedstaaten. Inzwischen wissen wir, und auch die EZB hat das leidvoll erfahren müssen, dass es sowieso nicht anders geht. Sie müssen die Staaten mit Geldschöpfung und indem sie Schrottpapiere kaufen, durchfüttern und weiterfinanzieren, weil es sonst eben einen Zusammenbruch gibt. Aber es ist natürlich unangenehm, es auf diese Art und Weise erfahren zu müssen, was man durch etwas klügeres Vorausdenken schon absehen kann, in welche Entwicklung das geht. Das ist ja kein Geheimnis. Wenn man sich mit ein paar Leuten, die das Geldsystem jetzt ein bisschen abgeklärt, ja, und nicht mit der persönlichen Gier behaftet betrachten, ja, dann sagen, was passiert denn da jetzt eigentlich systemisch? Ja, und wie lange hält das? Und wo kommen dann die Konflikte her? Ja, dann kann man das analysieren und auch prognostizieren, wie der Verlauf sein wird. Ich selbst bin dafür, dass Menschen ihr privates Vermögen haben, auf das sonst keiner zugreift. Ich bin auch kein Fan von Steuern, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Ja? Wirklich nicht, nicht? Denn Ihre Popularitätswerte sind gerade um 100% in die Höhe geschossen, auch im Internet. Ja, es hat ja in Wirklichkeit auch damit zu tun, dass die Leistungen ja immer von den Menschen selbst erbracht werden und nicht von einem Konstrukt, das wir jetzt mal Staat nennen wollen. Ja? Und wenn wir das kooperativ in den Griff bekommen und dann auch die Organisation besser handeln können, als das heute der Fall ist, dann sehe ich eine sehr gute Zukunft, wenngleich ich glaube, dass der Euro, man kann jedes Instrument als Werkzeug oder als Waffe sehen. Wenn man kooperiert, um den Euro zum Beispiel am Leben zu erhalten, ja, und um die Kooperation und die Wirtschaft weiter am Leben zu erhalten, dann wäre ich sozusagen für die Fortführung des Euros, wenn er unter den Vorzeichen der Kooperation und des friedlichen Miteinanders betrieben wird. Aber wenn es dazu führt, dass hier wieder Machtungleichgewichte aufgebaut werden, um sich gegenseitig erpressen oder bestechen zu können, ja, dann ist das natürlich unselig. Dann ist das keine Zielsetzung. Es hängt also kurze Zwischenfrage, wäre denn das Beharren der Deutschen auf den Stabilitätskriterien in Ihrer Definition, in meiner Welt was anderes jetzt, aber ist das eine Erpressung, so wie es vielfach empfunden wird, oder ist es eigentlich das Einhalten von Spielregeln? Ich muss sagen, es ist eine naive Vorstellung. Ja, weil die Deutschen zeigen damit, dass sie das System hinter den Kulissen noch nicht durchschaut haben. Denn was ist denn mit Griechenland passiert? Goldman und Sachs hat die Griechen um die Regeln herum in die Eurozone hineinbugsiert, damit sie jetzt das Erdgas und das Gold, über das die verfügen und das nicht bilanziert ist, unter Marktpreis sich dort wieder rausholen können. Und das ist im Prinzip immer so, auch bei John Perkins, nicht bei Economic Hitman, sehen wir, dass die rechentechnische Erzeugung von Schulden in Währungen, insbesondere eben in Fremdwährungen, ja, hauptsächlich dazu verwendet wird, um Staaten, die sehr viele natürliche Ressourcen zum Beispiel haben, zu erpressen. Nicht? Das war ja auch der Grund, warum bei Bretton Woods zum Beispiel der wirkliche Vorschlag von Keynes nicht angenommen wurde. Denn die Idee von Keynes war, dass Staaten, die verschuldet sind bei anderen Staaten, ja, auf der anderen Seite der Gläubiger in die Pflicht genommen wird, mit Produkten und Dienstleistungen des Schuldnerstaats sich bezahlen zu lassen.
Dafür hat man natürlich dann den IWF und den Monetary Fund. Ja, leider. Okay, und die Weltbank. Okay, ja, genau, leider, weil die ist ja Amerika beherrscht. Gut. Also das schreit irgendwann nach einer Fortsetzung. Aber jetzt geht es erstmal weiter mit Frauenpower. Gerrit. Ja, also für mich ist der Euro ein System, in dem von einigen Menschen verlangt wird, dass sie sehr viel arbeiten, von anderen Menschen verlangt oder das nicht verlangt wird. Die kommen mit wenig Arbeit aus und das liegt daran, dass unsere Regierung eben so friedliebend und kooperativ ist und das zulässt. Also im Grunde genommen sich ihrem System, was sie so als Idealtypus konfigurieren, systemkonform zeigt. In diesem System macht es dann auch Sinn, Märkte zu haben? Wir müssen aufpassen, wenn wir das Wort Markt verwenden, denn Markt ist ein unwissenschaftlicher Begriff. Es ist eine bedeutungslose Worthülse. Wenn wir Wissenschaft empirisch denken, beobachten wir konkret immer nur eine bestimmte Marktform. Das heißt ein Monopol, ein Oligopol, ein Polypol oder die Form, die es meistens nur in Lehrbüchern gibt, die vollkommene Konkurrenz, wo kein Teilnehmer den Marktpreis beeinflussen kann. Und jetzt ist es natürlich so, dass die vollkommene Konkurrenz völlig anders funktioniert als das Monopol. Und dennoch bezeichnen wir öffentlich beides mit diesem Hülsenbegriff Markt. Warum hat man diesen Begriff jetzt so populär gemacht und hören wir den in den Medien und in der Politik immer? Denn wenn diese Kommentatoren ehrlich werden, dann dürften sie nicht sagen, das sollen die freien Märkte bestimmen, sondern müssten sie sagen, das sollen die Kartelle bestimmen. Und das wäre politisch um einiges brisanter. Aber das wäre wissenschaftlich korrekter. Das stimmt. Also wissen Sie, was mir so am Herzen liegt, ein kleiner Tante-Emma-Laden ist noch ein Markt in der ursprünglichen Vorstellung, denn da trifft Angebot auf Nachfrage und durch Verhandlung gibt es einen Preis. Ich wohne selbst in einer kleinen Gemeinde, ja, wo so ein Kaufhaus existiert und da steht beim Eingang ein Wühlkorb, zu viel bestellt, mit Rabatt. Da kann man sich was aussuchen. Ja? Das ist auch okay. Das geht dann, wenn der Eigentümer der Ware vor Ort anwesend ist. Aber versuchen Sie mal, in diesen wunderbaren Läden, die heute Supermarkt heißen, mit der Kassierin über den Preis zu verhandeln. Geht nicht. Der Eigentümer der Ware ist nicht einmal anwesend. Also ist das auch kein Markt. Das müsste Supererpressung heißen und nicht Supermarkt. Gerrit, bitte, noch eine Nachfrage. Ich stimme nicht überein, denn wenn der Kunde den Kauf verweigert, wir wissen das zum Beispiel von diesen, diese Fische, die man mit angelt und ausrottet, dann haben die Kunden einfach gerade in den USA verweigert, das weiter zu kaufen. Der Preis wurde niedriger. Also insofern ist da auch eine gewisse Macht, auch wenn der Eigentümer nicht anwesend ist. Mir geht es eigentlich um den Wettbewerb. Wenn wir Markt sagen, meiden wir eigentlich freien Wettbewerb, also eine freie Marktwirtschaft. Die darf es ja eigentlich gar nicht mehr geben, wenn alle kooperieren. Ich würde nicht sagen, die darf es nicht geben, sondern die muss es nicht mehr geben. Überlegen Sie sich einmal, drei Unternehmen oder zwei Unternehmen in derselben Branche gehen zur Bank um einen Kredit. Die Bank willigt ein, aber sie sagt jedem dieser beiden Unternehmen, ihr müsst euer Werbebudget erhöhen, denn ihr habt mächtige Konkurrenten. Ganz klar. Das heißt, da wird eigentlich Geld zum Fenster hinausgeworfen. Wenn die Bank sagen würde, ich finanziere euch, und zwar beide, aber unter einer Auflage, ihr kombiniert eure Kapazitäten, dann könnt ihr bei der Logistik, beim Material, ja, beim Personal überall Einsparungseffekte erzielen und das Know-how wird weitergegeben und wir können auch gemeinsam forschen in einem gemeinsamen Think Tank und damit wären größere Forschungsprojekte für viel mehr Unternehmen leistbar. Gern direkt darauf antworten. Wenn die Bank das für 2 von 100 Unternehmen macht, mag das gut gehen. Aber was hindert die Bank, auch alle 100 unter ein Dach, unter ein Kartell zu stecken? Ja, nicht ein Kartell, das wäre ein Kooperationsnetzwerk, wie zum Beispiel eine Genossenschaft. Ja, es gibt ja in Deutschland inzwischen die regenerativen Genossenschaften. Ja, und die Genossenschaft ist deswegen so eine schöne Rechtsform, weil die Mitglieder nicht nur finanziell, sondern auch anders fördern kann. Ideell, ja, persönlich, gesundheitlich, das kann man sich dann aussuchen. Ja. Also ich bin schon dafür, zum Beispiel große Projekte, teure Projekte in der Industrie, die hat man oft mit eigenen Projektgesellschaften abgewickelt. Warum? Weil man sich ersparen wollte, an der Schnittstelle zwischen Lieferant und Abnehmer immer wieder um den Preis zu kämpfen, weil man wusste, am Ende ist das die mangelnde Qualität im Produkt und wenn das Produkt am Markt nicht durchkommt, leiden wir alle darunter. Daher setzen wir uns alle in die Projektgesellschaft, versuchen die beste Qualität zu produzieren und können dann den Kuchen verteilen. Das ist die intelligentere Form, die Kooperation. Es ist einfach so. Auch in der Natur findet man Symbiosen, nur ist in der Natur die Symbiose einfacher. Ich kann auch genau erklären, warum. Weil die ökologischen Netzwerke mehrdimensional messen. Da haben wir mehrdimensionale Messwerke. Und dieser Konkurrenzkampf, den wir heute so gewohnt sind,
der kommt daher, dass wir nur in dieser einen Skala des Geldes messen. Das ist jetzt kein moralischer Vorwurf, das ist uns einfach wissenschaftstheoretisch so passiert. Und deswegen haben wir heute diese verengte Konkurrenzsichtweise. Ich habe einmal eine Geschichte erzählt für meine Studenten. Wisst ihr, warum es so wenige gute Skifahrer gibt bei Abfahrtsrennen und so viele Verletzte? Und ich habe gesagt, weil wir so wenig Gold haben. Ja, wir haben so wenig Gold, dass es nur einen Pokal für den Sieger gibt. Und deswegen kämpfen die alle gegeneinander. Und keiner gibt seine besten Tipps für Material und für Training und Ernährung an andere weiter. Wir könnten es aber sofort besser machen, indem wir Aluminiumpokale mit Goldfarbe anpinseln. Und jeder ist Sieger und Erster unter einer Voraussetzung, dass er seine persönliche Bestleistung auf dieser Strecke schlägt. Und wenn jeder Erster werden kann, indem er nur sich selbst verbessert, ja, dann können auch alle kooperieren und sich gegenseitig helfen, weil keiner den anderen mehr verdrängt. Wir werden dann alle gemeinsam. Und das ist so die Vorstufe zum kooperativen Individualismus. Das ist die Gesellschaftsform, die mir vorschwebt, die ein Ergebnis des Informationsgeldes wäre. Ja, das heißt, wir arbeiten alle daran, dass wir speziell sind, mit ganz unterschiedlichen Talenten und wertschätzen diese Unterschiede. Aber wir müssen kooperieren können, ja, damit wir uns zu einem sinnvollen, produktiven Ganzen ergänzen. Ist das interessant, aber es schließt natürlich, wir haben gerade den Shareholder, glaube ich, verärgert, wenn da jetzt Shareholder sind und natürlich kennen wir die Sportler, die wirklich die Besten sein wollen, ja, ich weiß. Obwohl es gar keinen Pokal gibt und selbst wenn es keine Goldmedaille gibt, sich gegeneinander, da ist der Wettbewerber Menschen. Nicht der Gegner, sondern die Uhr, wenn ich einen Spitzensportler nehme. Also, und da wären wir wie bei dem, was Beatrix hat, aber ich glaube, das soll ja der Dialog hier auch bringen, eine andere Sichtweise, den Horizont erweitern und ein paar Dinge, hoffe ich nachher im Resümee, die kann man zusammenbinden, die gelten. Also soweit hochspannend der Ansatz, das finde ich schon. So, jetzt machen wir weiter mit Daniel und dann ist Petra als Nächster dran. Bitte schön, Daniel. Ich hätte noch mal eine Verständnisfrage zum Informationsgeld. Wenn ich es richtig verstanden habe, wollen Sie, dass man eine demokratische Zentralbank macht, DZB? Das war auf einer meiner ersten Folien drauf. Und jetzt lernt jemand Musik spielen, macht sich gesund oder backt ein Brot oder sonst wie. Und dann bekommt er von der Zentralbank dafür Geld gut geschrieben. Also diese demokratische Zentralbank, das ist in Wirklichkeit ein Rechenzentrum. Ja? Das ist ein PC-Netzwerk, wie auch immer. Und sinnvoll, wie gesagt, wäre es, wenn die Gemeinschaft, in der er lebt, die Gemeinde oder der Bezirk in einer größeren Stadt, wenn die definieren würden, was die Werte sind, die durch eigenes Verhalten geschöpft werden. Ja, damit man es sich auch aussuchen kann. Dann kann man sagen, in einem anderen Bezirk oder in einer anderen Gemeinde gibt es andere, die wertschätzen meine Fähigkeiten besser. Ja, da kann ich umziehen, da bin ich dann Mitglied in einem anderen Club, ja, kann dort besser meine Fähigkeiten zur Geltung bringen. Das heißt, das erhöht dann auch wieder den Freiraum für die Individuen. Ja. Wenn ich es richtig verstanden habe, wenn man Dinge austauscht, es gibt keine Vertragsbeziehung zwischen dem Bäcker, der seine Brötchen verkauft, und demjenigen, der jetzt gerade Musik gelernt hat und deswegen Geld gut geschrieben bekommen hat und deswegen mit diesem Geld irgendwie Brötchen geschenkt bekommt und dafür sein Geld, was er verdient hat, gelöscht wird. Ein wesentlicher Bestandteil dieses Informationsgeldes ist der sogenannte Gesellschaftsvertrag. Jeder Mensch hat den Vertrag nicht mit einem Kunden, denn wenn der Kunde nicht zahlt, dann muss er ihn verklagen und dann entstehen Feindschaften. Damit zersplittert eigentlich die Kraft der Gemeinschaft. Aber jeder hat mit seiner ganzen Gemeinschaft einen Vertrag. Und damit, weil das ein rekursives Modell ist, hat er auch einen Vertrag mit seinen Eltern, mit seinen Lebenspartnern und am Ende mit sich selbst, weil er auch Teil der Gemeinschaft ist. Das heißt, belügt er die Gemeinschaft, belügt er auch sich selbst. Ja? Und das ist für mich die bessere Anbindung. Ja? Und damit kann ich in der heutigen Technologie für jeden Menschen in jeder Lebensphase sein optimales Wirtschaftssystem einstellen, ja? Und ihn sich so entwickeln lassen. Denn wir haben ja heute mit 3D-Druckern und anderen Technologien die Möglichkeit, Massenfabrikation dennoch maßgeschneidert für die Menschen zu machen. Und das müssten wir im Wirtschafts- und Rechtssystem auch schaffen. Ja? Weil dann könnten wir lernen, dass Menschen mit unterschiedlichen Neigungen und Talenten unterschiedlich gefördert werden, aber trotzdem freundschaftlich zusammenleben, weil sie sich nicht auf der Geldebene verdrängen und konkurrieren müssen. Denn heute entsteht die meiste Feindschaft daraus, dass Geld immer knapp sein muss und damit es seinen Wert nicht verliert. Und damit ist aber alles, was für Geld auf einem Markt verkauft wird, automatisch auch dieser Konkurrenz unterworfen. Ja, und das erzeugt den ganzen Stress und das erzeugt bis hin zur Sabotage und ähnlichen Dingen. Ja, das ist in Wirklichkeit nicht notwendig. Wenn wir das ausgliedern, eine andere Wirtschaftsform, nehmen wir jetzt zum Beispiel Methanol als Antrieb für Autos. Also ich verstehe ehrlich gesagt nicht in der sogenannten Energiekrise, warum man nicht auf Methanol längst zu sprechen gekommen ist.
Ja, aber es kommt auch wieder raus, nicht? Es kommt nur das rein, was dann wieder rauskommt. Es ist CO2-mäßig ein Nullsummenspiel. Also spannend. Ja. Also erstmal tatsächlich, die Zeit ist jetzt wieder so gerast. Petra hat mich darauf aufmerksam. Er wäre dann jetzt leider der letzte Fragesteller, weil wir tatsächlich bei 7 auch ein bisschen bleiben müssen. Gibt es noch aus dem Internet vielleicht Fragen? Und dann würde ich das Plädoyer machen. Im Internet ist nichts. Ich kriege da gerade ein Zeichen. Würde an Petra weitergeben. Mhm. Aber würde so als Zwischenfazit schon mal sagen, was wir hier eigentlich auch erörtern, auch was auf der Metaebene als Begrifflichkeit hier mitklingt, das ist das, was wir mal hatten, den verantwortlichen Unternehmer, den Mittelständler. Absolut. Ich mache jetzt mal Werbung, Herr Grupper, ja, der in Deutschland geblieben ist und wie ich finde, vorbildlich das tut, was wir von einem Unternehmer erwarten. Das Plädoyer, ehre deine Eltern, ehre die alten Leute, setz dich ein, sei fleißig. Also ein Plädoyer für die Familie, ein Plädoyer eigentlich für die AfD, die ja auch eine Familienpartei ist und gerade diesen Familienverband, der diese Verantwortlichkeit, aber damit auch den Ansporn setzt. Also ein bisschen christliches Leitbild auch, was wir hier gerade machen. Ja, der betriebswirtschaftlich richtige Gewinn war im deutschen Sprachraum der, der entnommen werden konnte, ohne dass der nachhaltige Geschäftsbetrieb geschädigt wurde. Ja, und bei den Angelsachsen ist das halt anders. Ja, deswegen macht die Bilanz, die Bilanzumstellung war deshalb, wenn man an die stillen Reserven unserer deutschen Unternehmen wollte. Und deswegen ist Siemens als größte deutsche Bank mit Elektrokonzern angeschlossen zerschlagen worden. Also wir gehen hier ein großes Feld ab, aber leider die Zeit neigt sich dem Ende. Das heißt, die letzte Frage des heutigen Abends kommt von Petra und dann mache ich ein kleines Fazit. Und bitte schön, Petra. Ja, auf jeden Fall vielen, vielen Dank an alle Teilnehmer und auch an Sie, Herr Professor, dass Sie hier ausgeharrt haben. Denn Kai hat am Anfang gesagt, na, die Zuschauer sitzen alle zu Hause in schönen, warmen Räumen. Hier haben einige Kollegen von grünen und roten Fraktionen, die zurzeit leider die Mehrheit im Bundestag haben, beschlossen, dass wir für den Frieden frieren werden. Und diese Räume sind unbeheizt. Ja, und wie alle Liegenschaften des Bundestages. Trotzdem ist das wie im Fluge verflogen, diese Diskussion. Also vielen, vielen Dank. Ich habe letzte kurze Frage. Also ich fand das faszinierend, dass Sie es nur so kurz gestreift haben. Zentralbanken in Privathand? Also könnten Sie das vielleicht noch mal kurz erklären, wie es dazu kommen konnte? Vielleicht am Beispiel der FED und ob das einfach so friedlich vonstatten gegangen ist oder ob man da auch die eine oder andere Leiche im Keller hat. Ja, allerdings. 1913 wurde die Federal Reserve als Zentralbank eingeführt. Es hat auch vorher schon eine First Bank of America und eine Second Bank of America gegeben mit einer ähnlichen Funktion. Aber das mit 1913, das war tatsächlich das Ergebnis einer geheimen Absprache, abwertend sagt man meistens Verschwörungstheorie, einzelner Geschäftsbanker. Denn man darf ja eines nicht übersehen. Was ist denn der große Gewinn einer Privatbank, die für einen Staat Geld schöpft, also Banknoten druckt? Sagen wir, eine 100-Dollar-Note mit Sicherheitsmerkmalen hat in der Herstellung vielleicht Kosten von 20 bis 30 Cent. Und jetzt wird die aber nicht für einen Dollar mit einem Gewinnaufschlag verkauft an den Staat, sondern ums Nominale, was draufsteht, für 100 Dollar. Also die Gewinnspanne ist zunächst schon einmal beachtlich. Es wird aber noch viel besser, denn der Finanzminister, das Treasury, kann ja nicht mit Geld bezahlen für das Geld. Das kann er ja nicht herstellen. Was liefert er als Tauschmittel? Staatsanleihen, Schuldscheine der Steuerzahler und die sind zusätzlich auch noch verzinst. Das heißt, das private Drucken von Geldscheinen für einen Staat ist das einzige Geschäft, wo etwas fast Wertloses gleichzeitig verkauft und vermietet werden kann. Und da muss ich ehrlich sagen, Hut ab vor dieser Idee. Das muss man historisch wirklich wertschätzen. Ja, genial ist das schon. Aber es ist genauso klar, dass das nicht ewig unentdeckt bleiben kann und dass es irgendwann, und zwar genau dann, wenn es dann für alle wieder Probleme macht, ja, thematisiert und gelöst werden muss als Problematik. Und dass natürlich die Weltkriege auch immer wieder mit diesen Geldzyklen stark zusammenhingen, ist einsehbar. Und wir wissen ja 1929, dass der Anfang dieser Wirtschaftskrise damals auch bewusst herbeigeführt wurde von Bankern. Und da gibt es eben auch die Vermutung, dass solche Kriege einfach der Spurenverwischung dienen.
ja, damit man hinterher nicht mehr herausfindet, wer da eigentlich dafür verantwortlich war. Und das ist etwas, das, zu dem wir es nicht kommen lassen dürfen, ja, dass nicht wieder Kriege angestoßen werden, um Spuren zu verwischen. Ich kann das verstehen, wenn man daher jetzt sagt, wir brauchen Schuldige und da brauchen wir Verfahren und das muss aufgearbeitet werden und jenes auch. Aber letztendlich müssen wir auch auf einer menschlichen Ebene wieder zusammenfinden, damit es nicht zum Schlimmsten kommt, nämlich zu einem Krieg, um Spuren zu verwischen. Das ist einfach nicht notwendig. Wir haben heute alles, was technisch möglich ist, um alle in die Fülle zu bringen. Ich glaube auch geistig, wenn man lange genug sich damit beschäftigt, wird man das verstehen und dann auch sein eigenes Verhalten anpassen. Ja, und ich danke für Ihre Geduld und Ihr Interesse hier. Und es war schön, dass ich mich auch anderweitig ein bisschen aus dem Fenster lehnen konnte. Einige Sachen habe ich nicht angesprochen, weil wir das vorher vereinbart haben. Das würde vielleicht zu weit den Bogen überspannen. Aber im kleinen Kreis hinterher können wir darüber dann auch noch reden. Ich bedanke mich also auch bei allen, die jetzt bis 7 Uhr mit uns hier die Diskussion begleitet haben, besonders natürlich bei Ihnen, Professor Hörmann. Denn ich denke, eins ist uns heute, und auch das finde ich ist klasse, wenn uns das als AfD gelingt, einen anderen Blick aufs Geld zu bekommen. Das Geld eben nicht nur Zins, Bank und vielleicht Unternehmen und Märkte sind. Wir haben auch über Märkte gesprochen. Sind es wirklich Märkte? Und ich glaube, wenn uns das heute gelungen ist, haben wir einen großen Schritt nach vorne gemacht. Und ein zweiter Schritt, trotz, ich denke, in Teilen ist das aufgeleuchtet, möchte ich das auch in Richtung Internet sagen, auch wenn wir vielleicht den ein oder anderen Ansatz hätten zu sagen, wir möchten stärker kooperieren. Beatrix hat es eine Art von Sozialismus genannt. Ich stehe sehr stark für den Wettbewerb, weil ich glaube, er hat uns aus der Höhle hin vielleicht demnächst zum Mars, aber vielleicht auf jeden Fall bald wieder ab 2030 auf den Mond katapultiert. Ist eins auch bei uns, hoffe ich, heute deutlich geworden, wie stark Geld, Banken, Bilanzen manipulierbar sind und wie sehr sie damit Auswirkungen auf unsere aller Leben haben. Also wir müssen zumindest, glaube ich, und da haben wir eine Gemeinsamkeit, eine klar reglementierte, transparente Zentralbank haben. Zunächst einmal unabhängig davon, in welchem Besitz oder Eigentum in dem Fall sie steht. Denn tatsächlich führt das zu Kriegen. Und ich ende immer bei solchen Diskussionen. Und wir haben es nicht abgesprochen. Das eine Buch, was Sie heute erwähnt haben, lese ich gerade. Das habe ich gerade durch und deswegen habe ich es auch mit. Sehr schön. Und es ist ein Buch, was ich da auch anempfehlen kann. Ich habe es aufgegabelt in Bern im Museum. Dort ist nämlich gerade eine schöne Ausstellung zum Fiat-Geld und sehr die schön. Macht des Geldes. Und da gab es auch Buchempfehlungen. Ich kann da nur Michael Hudson, Finanzimperialismus, die USA und ihre Strategie des globalen Kapitalismus. Klingt auf den ersten Blick ziemlich sozialistisch, ist es aber gar nicht. Es zeigt wirklich auf, was ich eben genau wie eben hier beschrieben habe, und es war nicht abgesprochen, hier das Buch seit 1917 auf, tatsächlich getan hat mit all den Institutionen. Und das wollen wir, glaube ich, alle zusammen leisten. Es ändert nichts an unserer Einstellung der AfD, glaube ich, zur Kritik. Und wir werden weiter wachsam bleiben, was den Euro und die Politik des Schwachsinns anderer Parteien hier im Bundestag angeht. Bedanke mich nochmal recht herzlich und ich hoffe, wir können das fortsetzen, weil das war heute auch ein kleiner intellektueller Höhenflug, den man so oft ja auch nicht auf Stammtischen erlebt. Und wünsche allen jetzt ein schönes Wochenende. Holt euch und ruht euch auf und ich hoffe, der und die, die jetzt im Internet sind, verfolgen uns nächste Woche dann wieder im Bundestag. Guten Abend und tschüss.